dann kommt wieder der, kann ich mir doch gar nicht alles ausdenken. Wer denn sonst? Ja, eben. Du wirst doch nicht glauben, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, sich in Udo ausdenkt. Du kannst jetzt das wahrscheinlich denken, dass der Udo sich selber ausdenkt, aber dann denkt der Udo sich ja bloß deshalb aus, weil du dir denkst, dass der Udo, den du dir ausdenkst, sich selbst ausdenkt. Es bleibt alles an dir hängen. Du kannst es drehen und wenn du willst. Das ist jetzt die Schwierigkeit, weil unser ganzes Spiel beginnt mit Ich bin du. Ich erzähle es denen, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der jetzt den Udo sprechen hört. Den erzähle ich das, keinen anderen. Also ich höre jetzt den Udo sprechen. Bist du schon ich? Ja. Oder beginnst du diese, also wenn man jetzt die Vatersprache, wenn man das Hebräisch eingibt, da taucht ja unten der Text auf. Wie hast du das? Also, das verstehe ich nicht. Woher kommt der Text? Schau mal, Fragezeichen auf den Augen. Ich habe deine Frage nicht verstanden. Formulier das mal ein bisschen anders. Ist das nur das Hebräisch übersetzte, was dann da unten drunter steht? Pass auf, das ist immer wieder, was ich mag, dass du bei Filmen, wenn die nur zuhören, dass du so viel, jetzt rede ich vom Udo, das ist ein Prozess, der hat auch sehr, sehr lange gedauert, dass du permanent die Kiste vor dir hast und dort da was reindenkst, das, was du denkst, und wenn du dann wirklich nachfragst, dass da nichts ist. Bei Kleinigkeiten, dass da fast nichts ist, dass ich immer beim Reden, du, dass ich mittlerweile so, mag ich bei vielen immer die Selbsterkenntnis, das ist das Erste, ich schaue dann nur. Aber pass auf, es ist das erste Mal die Grundlage, jetzt rede ich ganz bewusst, ganz normal in deiner Logik rauf, zeitlich. Ich hab, müsste ich jetzt anlegen bei mir, und jetzt rede ich als normaler Mensch, die Grundlage für diesen Gematrie-Explorer, der ja laufend erweitert wurde. Also ich selber glaube, ich habe 52.000 Wörter eingeben, der Redo mittlerweile weit über 50.000, den ganzen, die Dips, und das macht alles der Redo. Das ist nur aus Spaß und nicht, weil da irgendwelche, die mir uns ausdenken, einen Vorteil davon haben. Du bist dann so weit, dass du außen, du magst es halt einfach, lernen du der, der es macht. Der, der es macht. Ob du das magst, hängt wieder davon ab, was du jetzt in deinem Leben zu lernen hast. In jedem Leben lernst du was anderes. Ihr wisst, tausende Mal erwähne ich, du musst keine hebräischen Bücher anschauen und du musst es nicht wissen. Weil es ist wie, in jedem Leben lernst du andere Sachen, und es hat auch mit Reife zu tun, wo sofort das Ego sich wieder aufbaut, dann hast du die Reife nicht. In dem Moment, wo dich im tiefsten Innern was interessiert, erst dann lernst du. Dass ich immer wieder sage, ein Kind, das irgendwas erforscht, weil es neugierig ist und es kriegt dann eine Lösung. Und dieses Heureka, weil du es aus tiefsten Innern erforscht hast, dann hast du was gelernt. Und jetzt ist interessant, dieser Lernprozess, es ist in dem Moment keine Sekunde des Gefühls, die hoffentlich vergesse ich das nicht. Es interessiert dich nicht, sobald du es verstanden hast, ist es wirklich abgehakt, und dann interessiert dich was anderes. Wie sieht es in der Schule aus, wenn du irgendeine Textaufgabe, irgendeinen Scheiß lernen musst, der dich nicht interessiert, dann baukst du dir das mühselig rein, das ist nicht der Freudeeffekt, wenn dich was interessiert. Und immer die Angst, hoffentlich vergesse ich das nicht. Was du dann letzten Endes doch magst, bei meiner Lehre, wo ich sage jetzt hier mit meinem, ob das die Helene ist oder die Fennings sind, das sind alles all die Lehre im Ruhestand, dass die sich wirklich eingestehen müssen, dass 99%, was sie ihren Schülern gelernt haben, raumzeitliches Wissen ist. Das, ich habe in Almener schon in einem Vortrag gesagt, wenn ich jetzt Lehrer nehme, in einer Gruppe wie Almener, dass hier, wenn du ein Fachlehrer bist, meinetwegen in Erdkunde oder in Geschichte, dass wenn die, was gar nicht mehr, wie das heißt, Textaufgaben oder was, wenn die Schulaufgabe schreiben müssen, wer hat hier Rom 50 oder 100 vor Christus, wer war da römischer Kaiser? Und dann müssen die Kinder das lernen und dann machen sie die Schulaufgabe, und interessanterweise Lehrer, die kein Geschichte lehren, dass die alle durch die Bank durchfallen würden. Bei Sachen, wo man bei Kindern der 5. oder 6. Klasse verlangt, dass sie es wissen, du wirst zugemüllt mit vollkommen uninteressantem Wissen, das du fürs Leben gar nicht brauchst. Und dann kommen so Kleinigkeiten, dass ich, was ich als Udo jetzt, ich rede von Mensch zu Mensch, was mich schockiert hat, das war bei Wer wird Millionär? Prominenten-Special. Ich habe das in einem zigfach schon erzählt, müsst ihr euch zergehen lassen, und zwar war da der Karasek. Professor Karasek ist mit dem Reich Ranicki der Literaturprofessor schlechthin gewesen, also literaturtechnisch die absolute Größe, war ja der Karasek und der Reich Ranicki, die zwei, die hier die Bücher und die Weisen, also beide Professoren und Literaturpäpste, Professoren, Literaturpäpste ohne Ende, also gelten als hochintellektuell in Deutschland, und der ist bei Wer wird Millionär, und das würde ich nie vergessen, ich meine, ich fall um. Und dann kommt die Frage, jetzt pass auf, ich gebe dir die vier Antworten mit vor. Die Frage war bei Wer wird Millionär,
Was nennt man bei einem Kreis, was ist bei einem, Entschuldigung, was ist bei einem Kreis der Radius? Und dann ist erstens kommen die Fläche, der Umfang, der Durchmesser oder der Halbmesser. Der Karasek wusste das nicht. Weil Mathematik und nicht Geometrie, das ist nicht sein Gebiet. Genauso ist es. Der Witz ist aber, dass, soweit ich mich noch erinnere, habe ich das, glaube ich, in der Volksschule, in einer kleinen Oberhochstadt-Vollstudie in der 5. Klasse gehabt, oder in der 5. Klasse, glaube ich, hat man das gehabt. Der Fünfjährige muss das wissen. Und darum sage ich auch hier, wenn ich jetzt zum Beispiel das Selbstgespräch, die Mutation nehme, da sind Formen drin. Und ich habe auch viele, die, wenn nur eine Formel sind, stürzen die schon ab. Da komme ich nicht mit. Denk wieder an, man zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn du nicht neugierig bist, dass ich dann immer wieder sage, was so viel sage ich, das ist mir zu kompliziert, da sind Formen drin. Dann sage ich, pass auf, wenn du einmal neugierig wirst und anschaust, diese Formen, die da drin sind in der Mutation, was ich jetzt speziell anspreche, ist einfach nur die Kreisformel. Wie berechne ich den Kreis? Wie berechne ich den Umfang des Kreises? Den Umkreis? Das Quadrat? Mehr ist es nicht. Und das, da komme ich nicht mit. Ich sage, ist dir klar, dass du das in der 5. Klasse in der Schule gehabt hast? Wenn man es nicht braucht, einer, der natürlich jetzt Bauingenieur oder was ist, oder Schreiner, die haben das im Kopf. Weil die damit arbeiten, weil sie es wissen. Ein Gastronom oder Koch braucht ja das. Merkst du, wir kommen jetzt schon in die Fachgebiete. Und das ist also, es geht mir doch nicht um viel Wisserei. Darum soll ich, mach dich doch nicht kirre. Das ist die, es ist interessant, dass jetzt immer meine 100 Affen, wo ich sage in Holofilling, wenn ihr euch jetzt umschaut, wenn ich wirklich der Menschensohn bin, es ist hochinteressant, es sind doch eigentlich bloß ganz normal, ich schau mal, Psychos, Brösel, mein Psycho dann, der kommt halt noch, das kommt nochmal, mein Psycho, ich nenne ja nicht einmal Psycho Helmut, aber ich habe einen Psycho auch noch in Roland, auch Klapse übrigens, ich liebe praktisch die Verrückten, ganz normal, dann habe ich meine Felix, die Donis, das sind all die, das waren zwar Lehrer, aber das waren jetzt nicht Professoren, das war ganz normal Volksschule, Helene ist zwar Schulrektorin gewesen, der Peter auch, die haben alle sehr ausgefallene Leben gelebt. Jeder für sich. Was ist ein ausgefallenes Leben? Schau dich an. Wenn du sitzt umsonst da, sitzt du jetzt eigentlich da oder bist du der, der sich's ausdenkt? Und ich sage, die kommen dann wieder, dann sind sie wieder weg. Aber wenn das ist, wenn da ein Hauch ist, dein Leben lebst du eh, das hat mit Udo nichts zu tun, mit Holofilling nichts zu tun, so hängst du schon am Angelhaken. Und ich habe immer wieder gesagt, was ich jetzt mache, ich hole dich ran, dann gebe ich wieder Leine, dann lasse ich dich mal wieder in der Welt erwähnen. Ob du das wieder vergisst, dann hole ich dich wieder wen ran und dann gebe ich dir wieder Leine. Bis dann, ich mache dich müde. Aber du hängst, wenn ich auftauche, wenn das einmal ist, hängst du dran. Und das Leben, du merkst jetzt ein Musterbeispiel, ich lasse das vollkommen unangetastet. Da kann dir der Uda nicht dabei helfen. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und zwar zuerst auf die einfachste kindergarteneinfache Art. Und jetzt kommen wir zu dem Holofeeling, dass ich jetzt bei dem Uda, der Grundsatz, ich benutze also hier in der Summe Wörterbücher, rein Hebräisch, jetzt Hebräisch, Deutsch, Hebräisch, Englisch, runter. Ich habe sogar, jetzt rede ich bewusst raumzeitlich, das Faksimile von dem Hebräisch-Latein-Wörterbuch, wo der Luther die Bibel übersetzt hat. Das ist noch, er hat Hebräisch-Latein, Hebräisch-Deutsch hat es damals noch nicht gegeben. Er hat ein ganz kleines Hebräisch-Latein-Wörterbuch, wo dann das Hebräisch im Latein und das Latein dann nachgeschaut hast, was das ist im Deutschen. Denken wir uns der Vergangenheit aus. Dann Bibeln, glaube ich, habe ich 52 verschiedene Versionen auf dem Computer, jetzt gleich sofort, wo du dann auch auffächern kannst, so wie mit dem Gematrie-Explorer. Und dieser Gematrie-Explorer selber, da muss man immer die rot schreiben, wie das macht, und es war noch nicht rot-blau. Und darum ist jetzt am Anfang immer, wenn man es was, das habe ich oft gesagt, dass die Programme selber sind zusammengestückelt. Das heißt, das sind Grunddateien gewesen, das ist einmal als Ausgangsbasis, diese Grundmaske, wo da Andreas programmiert hat, denken wir uns jetzt alles immer nur Gedanken. Vorstellungen im Jetzt, war nie was in der Vergangenheit. Und da ist jetzt als erstes, dass es zu dem Zeitpunkt, wo der Gematrie-Explorer entstanden ist, hat es keine Datei gegeben, Hebräisch-Deutsch. Datei. Fertig. Es hat Bücher gegeben, aber keine Datei. Da musst du aber das ja mit der Hand eingeben. Dann sieht es also folgendermaßen aus, man konnte im Internet online das übersetzen lassen, bei Babel zum Beispiel, Babelfisch. Das sieht aber folgendermaßen aus, die hatten kein Hebräisch-Deutsch, was der Computer macht. Und das erklärt dann sehr viel. Wenn du jetzt zum Beispiel ein hebräisches Wort ins Deutsche übersetzen willst und du gehst zum Babel-Übersetzer, jetzt gibt es ja Google, wobei das Google, wenn du nimmst, das ist nicht sagen, weil die immer bloß ein Wort nehmen, Hebräisch-Deutsch, wenn du ein Wort übersetzen lässt, was du meinst, das ist oft Scheiß ohne Ende, das stimmt zwar, aber kann man mal genauer darauf eingehen. Dieser Babel-Übersetzer,
Der hat Folgendes gemacht, der hat das hebräische Wort auf Englisch übersetzt, weil da war die Datei hebräisch-englisch da. Und das natürlich ein Wort hier eine ganze Reihe hat, hat es auf Englisch übersetzt und hat dann jedes dieser Englischwörter ihm dann, jedes der auftauchenden Englischwörter ins Deutsche übersetzt, was natürlich jedes Englischwort, wenn du mal anschaust, auch wieder die Facettenpalette hat, ins Deutsche übersetzt und das wurde dann angezeigt. Das ist diese, durch diese Rückübersetzung. Und drum war dann der erste Gematrie-Explorer, du gibst einen hebräischen Begriff ein und dann kommt ein roter Schwall, alphabetisch geordnet ein roter Schwall. Das ist praktisch von den normalen Internetwörterbuch, die Übersetzung des hebräischen Wort auf Englisch und alle englischen Begriffe, die kommen, wurden dann für sich selber auf Deutsch übersetzt, was auch mehrere Begriffe sind und die wurden dann da reingestellt als die Übersetzung für dieses hebräische Wort. Das ist natürlich jetzt durch das Synonym, ist natürlich die Entsprechung, kommt es aus derselben Quelle. Das ist nicht unbedingt verkehrt. Wenn du jetzt ein reines Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch nimmst, ist da oft weniger drin. Und dann habe ich gesagt, pass auf zum Andreas, wenn es geht, mach das. Dass das, und das ist natürlich, da hat man Katadei, das, was im Langenscheid steht, im Nachhinein, dass er die rot macht, also irgendwie hervorhebt, weil die alphanumerisch aufgelistet werden. Drum sind, wenn du jetzt ein Wort eingibst, der Hebräisch, Hebräisch-Deutsche Übersetzung, hast du einen Schwalbörder und hast hier manche rot davor. Und das hat jetzt nichts mit der Rotschreibung zu tun, sondern die sind hundertprozentig sicher in irgendeinem Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch drin. Ausgangsbasis. Um das festzustellen, muss man das eingeben und dann habe ich jetzt erst einmal die Oberbegriffe. Den ganzen Langenscheid als aktuelles modernes Wörterbuch habe ich alle. Der Langenscheid hat eben einen Oberbegriff und da kommen viele andere noch danach. Das ist immer so die Grundradix und da kommen Unterformen. Habe ich mit der Hand den kompletten Langenscheid die Oberbegriffe eingegeben. Waren übrigens ungefähr 32.000 Eingaben. Jetzt ist aber, dass der Gesenius, gibt ja noch einen Gesenius, es gibt noch viele andere, wo noch viel tiefgreifender Sachen drinstehen. Und das ist dann mit dem Losganger, dass der Redo jetzt übrigens im letzten Jahr hat er den kompletten Langenscheid, auch die ganzen Unterbegriffe, die in der Bibel gar nicht vorkommen, sind jetzt auch drin. Und die haben wir dann gesagt, die, wo da drin sind, die hat er dann markiert, weil die Rückübersetzungen sehr interessant sind, also auch stimmen, die hat er dann markiert. Das ist dann, wenn oben in diesen ersten Dinger die Wörter, zuerst einmal hier ist ja Hauptwörter oder Verbenadjektive, die rot markiert sind, die findest du hundertprozentig entweder im Gesenius oder im Langenscheid, also in den klassischen Hebräisch-Deutsch-Wörterbüchern. Die anderen findest du manchmal und sind aber auch oft Rückübersetzungen in Unterformen. Aber deswegen nicht verkehrt symbolisch, weil es kommt ja aus derselben Radix-Quelle. Dann hat sich das erweitert, dann ist der Denach in Rotterdam mit dem Abraham von Dunen, die den Denach gemacht haben, der zerst sich extrem, weil das voll Juden sind, all die Kabbalisten, dieses Programm, wo ich dann in den, ich rede jetzt Raumzeile, in Kontakt reden bin, wo ich sage, das ist, bringt nichts, der hat dann nochmal, er sagt, er ist zwar total begeistert, aber die haben eine Satzung in diesen Stiftung, dass sie die zwar kostenlos das Programm hergeben, weil ich sage, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir denn ihre Übersetzung noch hätten. Das kann er aber nicht machen, das dürfen sie nicht, weil das in den Satzungen drin steht, aber kein Problem, das hat unser Bruno, der im Ding ist, hat es geknackt und darum haben wir jetzt nachgemacht, das ist in grün, das was die grüne Zeile ist, das sind die Übersetzungen, was Juden, rein im Jüdischen, was die, wenn du im Denach gehst und übersetzt es, das ist der jüdische Teil von den Übersetzungen, das sind oft ganz vielfältige Sachen, wie ein Jude das übersetzt, je nachdem, wie man das ausspricht. Das ist der grüne Streifen, wo er reingehängt hat. Was dann aber dazu kommt, ist diese Einzelübersetzung in den Wörtern. Das hat der Ur-Denach hat es überhaupt nicht gehabt, weil ich dann mit dem Abraham von Dunen in Kontakt gewesen wäre. Da war ich zuerst hier Menschensohn und so. Und da habe ich ein paar Sachen hingefahren. Könnt ihr euch die Briefe zeigen, weil sein Meister hier, die Itzhak Luria, das ist ja den Abraham von Dunen sein Meister praktisch gewesen. Und der ist aber schon gestorben. Der, wo die Itzhak Luria Stiftung her ist, wo der Denach, das Denach-Programm herkommt. Und da habe ich ein paar Sachen hingefahren, die ihn dann zutiefst erschüttert haben. An Wissen, wo ein anderer gar nicht wissen kann. Und weil ich sagte, er soll halt ein paar Veränderungen machen. Und dann wurde der grundlegend überarbeitet. Viele Kleinigkeiten, diese Übersetzung jetzt, dass du einzelne Wortfetzen übersetzen kannst. Aber immer nur was Einzelwörter sind im Denach. Und da hat dann so viel gefällt. Und vor allem auch mit der Zahlenwert, mit den Endzeichen. Und dann habe ich mit der Holo-Arithmetik gesagt, das soll er lesen. Und dann kriege ich, kann er euch lesen lassen von dem Abraham von Dunen. Und wie gesagt, wenn du in Rotterdam in der Itzhak Luria Akademie bist, das ist wie eine Bibliothek bloß für all die jüdischen Bücher, lauter hebräische Bücher. Das sind lauter Profi-Kabbalisten. Sehr naturwissenschaftlich geprägt und das ist natürlich Holofilling eine andere Welt, weil das über das reine Weinreb und kabbalistische Denken hinausgeht. Ist ja wieder bloß eine kleine Facette und das wird ja allumfassend. Jetzt kommen die ganzen physikalischen Formeln und alles dazu.
Und dann war er so begeistert, weil er sagt, das kennt die ganze Kabbalistik nicht mit den Endzeichen. Dann hat er wieder in den, was ihr gar nicht benutzt, in dem reinen Rechnerteil, wenn man den Dennis in Zahlenwerten anstellt, dass diese ganzen Sachen, hat er das, diese Erkenntnis von Holofeeling mit eingefügt, wo die ganze kabbalistische Welt nicht geschlossen ist. Das ist jetzt der Dennis. Und jetzt kommen dann die Wortdips. Das ist jetzt der Zusatz vom Redo, weil der das ja durchgeht. Und er hat dann alle Offenbarungsschriften, die Hauptwerke sind ungefähr 8000 Seiten, hat er sich in eine Datei gehauen. Und er hat dann, was in dem Wortdips drin steht, komplett alle die Grundradixen, die Hauptradix, die komplette Datei von Holofeeling durchsuchen lassen, wo ich in irgendwelchen Büchern auf diese Radix eingehe. Und hat das dann übernommen und das sind die Wortdips, was dann unten dran steht. Jetzt haben wir dann oben nochmal bei der ersten Sache die Rot-Blau-Schreibung. Das ist ursprünglich in dem Grundprogramm, im Dennach ist es nur eine Textdatei. In der Textdatei gibt es keine Farben. Und ich habe halt die ersten zigtausend, 50.000 Einträge habe ich halt immer hingeschrieben als Text. Und jetzt ist natürlich das Rot-Blau dazugekommen. Und das kann man so nicht darstellen. Und jetzt war das, dass prinzipiell die Möglichkeit gibt, die Textdatei auch Rot-Blau einzufärben. Aber da muss man Sonderbefehle einfügen. Und das habe ich am Anfang, habe ich halt das wild reingeschrieben. Immer wieder, wenn ich zum Beispiel Rot-Blau mache. Und dann irgendwann haben wir uns geeinigt, dass wir sagen, wenn ich jetzt für ihn vom Andreas sagte, ich kann programmieren, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen Query-Doppelpunkt und ich mache Anführungszeichen und dann schreiben wir was rot und dann kommt ein Pluszeichen, ein Querstrich, ein Minuszeichen und dann Endzeichen. Das, er kann ein Unterprogramm schreiben, das von den Anführungszeichen bis Plus, Querstrich rot ist und Minus bis Anführungszeichen blau wird. Das ist zwar eine Textdatei, aber das kann er programmieren, dass er dann einfärbt. Das ist aber erst später gekommen und dieses rein, das so zu schreiben. Ich habe ungefähr 40.000 Einträge gemacht, wo ich zwar auch rot-blau, aber ich habe nicht dieses Anführungszeichen so konsequent durchgezogen. Und ab dem Zeitpunkt hat man das konsequent gemacht. Darum sind viele, wenn du jetzt das liest, wäre eigentlich sinnvoller blau, das ist das bloß rot, weil den ganzen Block rot machen kann, weil diese Regel, weil ich das nicht konsequent eingehalten habe mit diesem Anfang plus minus. Und das ist dann Unterprogramm, du merkst, das ist gestückelt. Das baut sich extrem. Das sind so Kompromisse, was eigentlich nicht wichtig ist, aber sehr verwirrend für einen. Das ist doch blau geschrieben, das müsste doch eigentlich rot sein. Mhm. Ich sage zuerst einmal, prinzipiell kannst du immer rot und blau austauschen. Ja. Wenn wir jetzt den Wortsinn machen, als Standardbeispiel ist das Wort Wirklichkeit und Wahrheit. Etwas, was prinzipiell der ganzen Philosophiegeschichte absolut permanent ausgetauscht und verwechselt wird, obwohl in dem Wirklicht, wirklich das wirkende Ich, das Licht des Ich, das Wirklich, das Licht schon drin, das Wirkende schon drin ist und die Wahrheit in Ich bin, du hast ja früher immer eingeflochten, Wahrnehmungseinheit, etwas, was ich wahrnehme. Und dann haben wir schon wieder das deutsche Wort wahr. Schauen wir mal. W, ein W, A, eine doppelt aufgespannte Schöpfung, ist eine wahrgenommene Berechnung, HR. Das HR wieder einzeln gelesen, hebraisiert heißt der Berg. Da fällt dann das untere Berg wiederum, hebraisiert, BRG heißt immer weg den Geist. Das ist ein simple, das Rot-Blau-Lesen sage ich immer wieder, wenn du das einmal hast. Das geht nicht, dass du das Hebräische, wenn du dann im Hebräischen nachschaust, wenn du Radix hast, wirst du eh merken, das ist es. Aber jetzt komme ich nochmal zu deinen Wörtern. Was jetzt das nächste Problem ist, dass wenn du in einem Wörterbuch nachschaust, stehen da nur Singulare, beziehungsweise Verben oder Adjektive. Außer dann die Unterwortformen. Im Hebräischen haben wir aber, dass wenn du ein Wort hast, eine hebräische Zeichenkette hast, dass der erste Buchstabe ja Vorsilbe sein kann. Und dass der letzte oder zwei, manchmal sogar drei, Suffix Endsilbe sein kann. Und das ist der große Witz, dass das in einer Übersetzung, in einem Wörterbuch überhaupt nicht erwähnt wird. Pass auf, wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel. Das ist mir manchmal die Stelle, Gott schuf den Menschen im Ebenbild Gottes, im Ebenbild Gottes schuf er den Menschen. Jetzt ist es so, dass da steht, dieses im Ebenbild, im Bilde Gottes, steht B-Zellen. Da steht B-Z-L-M. Das B, in dem Fall ist eine Vorsilbe, immer, das ist eben, dass die das vorne dranhängen. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt hast, der Himmel und die Erde, das ist immer W oder Seger wie Nekaba, W. Nekaba ist W, das W, das Waff hast und, aber das steht nicht zwischen dem männlichen und dem weiblichen. Praktisch, da steht nicht männlich, Seger, dann ein Waff, das und, Nekaba, sondern das Waff wird immer an das nachfolgende Wort drangehängt. Hm. W, Nekaba ist ein Wort in der Einteilung der Dora. Kannst du folgen?
Oder zum Beispiel der Artikel, der, die, das. Das hängt vorne dran, da ist ein H vorne dran, dann ist es ein Artikel. Das ist nicht ein einzelnes Wort, sondern ist nur ein Buchstabe vorne. Und genauso ist es mit dem Suffix, dass ich immer sage, das ist die Endsilbe, dass zum Beispiel ein I am Ende heißt mein. Ein hier am Ende heißt ihr auf die Frau und so weiter. Das sind also, kann man, die ist ein ganzes, eine DIN A4-Seite. Das hängt hinten dran. Jetzt, wenn ich hier die Übersetzung habe, Bezalem, machen die Folgendes: Das B heißt in, inmitten, im, und Zelem heißt Ebenbild. ZLM heißt Ebenbild, ein Bild, ein Gleichnis in den Wörterbüchern, wenn wir das nachschauen. Zelem. Das ist ja Bezalem. Jetzt ist der Witz, wenn du jetzt das in ein Wörterbuch eingibst, kommt das ja nicht, weil das ist ja ein Satz. Okay? Ich muss jetzt wissen, ich kann das B wegschieben, wie ich immer sage, und dann steht Zelem, und dann wirst du feststellen, das heißt Bild, Ebenbild, Gleichnis. Und das B als Vorsilbe heißt Ebenbild. Aber was jetzt der Witz ist, ich kann auch das M gibt's als Suffix auch wegschieben. Das heißt übrigens ihr in Bezug auf Männer. Also das haben wir im Deutschen nicht. Das N am Ende heißt ihr in Bezug auf Frauen, Plural. Und M am Ende heißt ihr in Bezug auf Männer. Ist relativ einfach. Ist eine DIN A4-Seite, ist die komplette Grammatik. Ich habe das total vereinfacht. Dann haben wir in der Mitte ZL, und ZL ist ja Schatten. Dann ist ja, wenn ich das so mache, heißt das Bezel heißt im Schatten, in ihrem Schatten, im Schatten der Männer, und die Männer sind die Geistesfunken. Mhm. Gott schuf den Menschen im Schatten der Geistesfunken, den Adam. Weil auch der Adam das rote Ich was Ausgedachtes ist. Da wird das rote Ich sogar schon ein Schatten. Ein Schatten von einem Schatten, die Übersystem. Okay, wenn du jetzt das eingibst, und jetzt schauen wir uns einmal die ersten drei Buchstaben an. Bezel, BZL heißt im Schatten. So wird es übersetzt, korrekt? Wenn ich jetzt Bezel eingib in den Gematrix-Slotter, wird das B nicht als Vorsilbe gelesen, sondern als BZL, als ganzes Wort, und das heißt Zwiebel. Das ist das hebräische Wort für Zwiebel. Aber pass auf, jetzt nehmen wir das deutsche Wort Zwiebel und hebräisieren es, und dann haben wir zuerst einmal Zwi. ZWI heißt schon Zwiebel 2. BL in Gott. Gott schuf Bezalem im Ebenbild Gottes, was eigentlich heißt, in ihrem Ebenbild, der Geistesfunken. Wenn man jetzt die ersten drei Buchstaben Bezel, was im Schatten heißt, im Wörterbuch nachschauen, das hebräische Wort Bezel, jetzt als Ganzes gelesen, nicht als im Schatten gelesen, sondern als Wort, was im Wörterbuch vorkommt, heißt es Zwiebel. Zwi in Gott, zwei in Gott. Jetzt, das sind so Kleinigkeiten, wo du merkst, kann das Zufall sein, kann das sich aus unartikulierten Dierlauten entstanden sein? Das wird noch klasse. Pass auf, weil ZW, die Geburtform, was doppelt aufgespannt, das I am Ende heißt ja mein. Z-Waffe alleine heißt Befehl und Order. In jedem Wörterbuch steht Befehl, das heißt zwei fehlen. Und I am Ende heißt mein, das ist mein Befehl in Gott. Zwi. ZWI heißt mein Befehl in Gott. Absolut korrektes Hebräisch. Jetzt ist aber Befehl, kann ich, wenn ich B als 2 setze, das fällen 2 in Gott. Weil Gott ist die Nulllinie. Merkt jetzt, wenn ich jetzt anfange, gib mir ein Wort, ich mache ein 500-Seiten-Buch draus. Das, jetzt wird es erst interessant. Du erahnst da einen Komplex, wo die ganze Menschheit überhaupt nichts weiß. Ich kann nicht oft genug sagen, alles, was ich euch in Holofeeling erzähle, ist vollkommen neu. Alles, was du mir bringst, jeden Wissenschaftler, jeden Esoteriker und jeden religiösen Guru, ich sag dir genau, welchen Meister, welches Buch er nachblabbert, das sind alles Schwätzer, was sie nicht verstehen. Das ist ein vollkommen neues System, ein vollkommen neues Weltbild. Moment, ich habe gesagt, das heißt Befehl und Order. Eine Order, ein Befehl. Jetzt separisieren wir das Order. Or 70-200 gelesen heißt erweckt, erwacht. Und die Ära ist Generation. Zwie in Gott, merkst du, jetzt setzen sich diese Einzelmöglichkeiten, die Perspektiven zu einer ganzen Geschichte zusammen. Und das können wir jetzt unendlich fortführen, weil wir wieder rückübersetzen können. Ich mache nur dieses kleine Beispiel, ich mache das mit jedem Wort in jeder Sprache der Welt. Und dann kommt letztlich der Bezi nach 25 Jahren und sagt, wie geil ist das denn? Du ahnst es, weil das bläst dich so weg. Und das Erkennen, dass die Substanz deines eigenen Daseins, deiner Welt ganz anders ist wie dieses Trockennasen auf dem Dasein und die Vergänglichkeit, dass Verwandlung normal ist. Dass ich immer wieder Bezi kenne, die Geschichte, wo ich immer früher mit seiner Esther, wo ich dann sage, jetzt denk einmal hier Schneewittchen, glaubst du, dass die Gedanke Schneewittchen, dass der irgendwo da draußen rumläuft?
dass die jemals gegeben hat in der Vergangenheit. Nee, ist eine Märchengeschichte. Wisch und weg, jetzt denk an deine Esther. Das war die Kleine gestern, die Dunkelhaarige. Ne? Dann sag ich, glaubst du, dass deine Esther jetzt irgendwo da rumläuft? Was ist der Unterschied? Ich habe gesagt Schneewittchen und ich habe gesagt Esther. Das ist halt hart. Da wird da das Loslassen. Du wirst irgendwann einmal merken, deine größten Feinde sind deine eigenen Hausgenossen. Solange du deinen Vater, deinen ausgedachten Vater, deine ausgedachte Mutter oder deine Kinder, Brüder mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Weil die alle ausgedachte Dinge werden niemals überleben. Da muss man keine Angst davor haben, wenn ich weiß, was ich bin, dass es am besten geht denen, die du nicht ausdenkst, die sind in der Heiligkeit. Und sobald du an jemanden denkst, das war in allem in der Schema, wenn du an hungernde Näherkinder denkst, die Näherkinder gibt es bloß, wenn du sie denkst, und hungern tun sie, weil du dir jetzt denkst, dass sie hungern. Und was ist mit denen? Was meinst du, wie gut es denen geht, wenn du denen denkst? Dann sind sie in Gottes Schoß, wo alles herkommt. Auch dein eigener Körper. Und dann ist sofort, hat man Bewegchen, Rudi, und dann will man das nicht mehr haben und dann ist alles dahin. Und dann rennt man vom einen Ort zum anderen und meint, die Dippen können dir helfen. Das hilft dir nicht. Das ist alles nur rumdoktern. Das ist, kennt ihr die Esoterik? Die bekämpfen die Warnzeichen, die erkämpfen die Warnzeichen, verstehst du? Das sind immer wieder dieselben Sachen. Die Öllampe leuchtet auf, ich mache das Lämpchen raus und es ist das Problem gelöst. Das ist ja nur das Warnzeichen. Und es ist psychosomatisch. Wir können jetzt psychosomatisch, da geht auch wieder die Sprache. Die Psyche ist jetzt erst einmal der Geist, Soma ist der Körper. Psychosomatisches, geistig-körperliches Problem. Aber jetzt, wenn ich weitergehe, jetzt gehen wir mal nicht nur ins Hebräische, sondern in den Fremdsprachen, dann kommt Somnus, das heißt Traum. Soma, griechisch-lateinisch ist, dann hast du die Psyche erzeugt einen körperlich wahrgenommenen Traum. Und dann komme ich natürlich in den Traum. Was auch, wir gehen nochmal, machen wir anders, ganz spontan. Kann man ja ohne Gematrie-Explorer machen, weil was ich euch jetzt sage, ich sage, wenn ich über Wörter was sage, wenn du jetzt nachschaust, wo genau das drinstehen, da haben wir zuerst einmal die Radix. Wir gehen nochmal das Wort Koll. ZL, nur die Buchstaben ZL, wenn du im Wörterbuch reingehst, das ist normalerweise, im Langenscheid steht das Äußere. Das ist natürlich, heißt auch Getreide, Reinheit, ausgedroschenes Feld. Da kommen jetzt ganz auf den Wörter, die sehr tief in der Symbolik sind, weil nämlich zum Beispiel schon die Reinheit ein abgebetes Feld, das ist die Nulllinie. Die Reinheit heißt, in dem Kopf ist eine Einheit. Das natürlich viele nicht merken, wenn du von einer Verneinung liest, dass das eine Verneinung ist. V und F klingt ja gleich, dass eine Verneinung eine Verneinung ist, weil was in einer gewissen Entfernung vor mir ist, eine Verneinung. Die Worte Deutsch ist die Gottessprache. In allen Sprachen der Welt ist Deutsch, heißt Deutschland, Deutsch, Gott aller Alemannien ist Gottesland. Ich rede jetzt nicht von diesen Deppen, die wir uns ausdenken. Ich sage, Deutscher bist du in dem Moment, wo dein Denkprogramm Deutsch mit der deutschen Sprache funktioniert. Egal welchen Körper du dir jetzt zusprichst, ob du Schwarzer bist, Schlitzaugen hast, ist vollkommen wurscht. Ich rede immer mit dem Geist und nicht irgendwie mit einem Gehirn oder mit irgendwas ausgedacht. Und wenn du, Geist, der du mich jetzt sprechen hast, das verstehst, ist schon eine Grundvoraussetzung, dass du Deutsch verstehst. Das heißt, Holofeeling wird niemals ein Dürge oder ein Hebräer oder ein Inder wird es verstehen. Und jetzt wirst du schon merken, wenn du das jetzt versuchst, Menschen zu erklären, dass die keine Überlebenschance haben, dann werden sich alle programmtechnisch auflehnen. Was ist das für ein Blödsinn? Ich sage, pass auf, es ist erst einmal ein Fakt, wenn ich sage, egal ob ich jetzt an Juden denke oder an Amerikaner oder Italiener denke oder Grieche denke, die sind schon weg, wenn ich sie noch mal denke. Das ist die Grund, also darum geht es überhaupt nicht. Das kann nur der verstehen, der Deutsch denkt. Und alle anderen Ausländersprachen, die du dir ausdenkst, sind Gedanken. Auch das blaue Deutsch, das du dir ausdenkst. Das ist das, was ist. Da wird nichts überleben. Du warst schon da, bevor du an dein Hotel und deine Familie gedacht hast, du wirst noch da sein, wenn du kein Horn mehr danach gerät, weil das ganz anders ist. Und das muss man zuerst einmal akzeptieren, dass du nicht von unten nach oben sehen kannst. Und jetzt machen wir mal das Koll, heißt das Weltliche. Ich bleibe jetzt einmal nur bei dem Begriff Weltliche. ZL. Wenn man ein Waff, immer wenn du so zwei Grundkonsonanten hast, kann man halb Vokalien wieder ein Waff oder ein J dazwischen setzen. Das verändert im Wesentlichen überhaupt nichts. Wir können übrigens Koll, das wird, die sprechen ja nicht Kach, sondern Koll aus, Koll mit einem Kaff von der mit einem Kopf schreiben, mit einer 100 schreiben, das ist ja auch ein Call-out. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind bin und ich schreibe Christus, wenn jetzt ein Kind etwas wie Kat nach der Rechtschreibnorm, ich schreibe mit einem Q vorne, Q-R-I-S-D, Christ,
Ich mache K, Christ, ich mache C, Christ oder CH. Es wird immer Christ ausgesprochen. Mhm. Das ist so die Lautwandlungen. Da gibt es dann viele Möglichkeiten, wenn ich das Deutsch hebraisiere. Aber wir bleiben mal bei dem Koll. Ich gehe jetzt mal, muss man in Gesenius dann reingehen. Wenn wir jetzt bei dem Koll a kill, a chill machen, da wird schon interessant. Chi, sobald ich ja I dazwischen sage, dann heißt lebendiges Licht. Chi-L. Okay, wir machen das Kaff-L, Koll, Chet-L, Koll gesprochen mit einem I dazwischen. Heißt das, Chi heißt ja Leben, Lebendigkeit, lebendiges Licht. Als Licht gelesen. Wenn wir im Wörterbuch noch schon gesehen haben, ist es ein kreisender, wehender, drehender Sand. Ich soll mal wieder so in die Cowboy-Filme, wenn so die Sandrosen. Ein kreisender, beachte das Wort, steht überall drin, ein kreisender Sand. Koll nämlich, Koll. Chet-Waff-L, Koll gelesen heißt nämlich Sand. Chill, lebendiges Licht, ist ein kreisender Sand. Jetzt nehmen wir mal das deutsche Wort Sand. Also Sand alleine ist Koll, Chet-L ist das Weltliche. Chet-Waff-L, als Koll gesprochen, ist ein doppelt auf, das ist zwar ein Waff, aber O ausgesprochen, ein kreisender Sand. Jetzt nehmen wir mal nur das Wort Sand. Ich mache mal ins Johannes in die Offenbarung, habe ich so oft gesagt, da gibt es am Schluss diese Stelle. Stille stehen wir die Zeit. Erkläre ich die ganze Zeit, alles was du denkst, denkst du jetzt. Vergangenheit und Zukunft ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Das Meer wird nicht mehr sein und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Das ist Luther-Übersetzung. Ich sage jetzt Stille wird die Zeit, habe ich gerade erklärt. Der erste Himmel und die erste Erde, die du dir bisher ausgedacht hast, das fetzt sich jetzt dazu, anhand deiner anerzogenen Logik werden vergehen. Hängt davon ab, wann du jetzt sagst, wenn du im 15. Jahrhundert bist, denkst du dir eine Scheibe aus, wenn du an die Erde denkst. Jetzt denkst du dir eine Kugel aus. Manche Spinner sagen, das ist eine Hohlkugel. Wieder andere sagen, das ist ja doch eine Scheibe. Jetzt sind wir wieder im Schwamminhalt, was dir logisch erscheint. Himmel und Erde werden vergehen, du bist in einem Traum. Und das Meer wird nicht mehr sein. Da geht es jetzt dann schon los. Ist eigentlich ein Blödsinn, weil wenn ich mir Erde denke, egal ob ich mir eine Scheibe ausdenke oder Kugel ausdenke, auf der Erde ist ja das Meer. Das ist ja doppelt gemoppelt. Wenn ich jetzt sage, die Erde wird vergehen und dann sage ich nur, das Meer wird nicht mehr sein, das ist ja doppelt gemoppelt. Nee, da geht es nicht um das Meer, das auf der Erde ist, das Blaue, sondern um El Hayom. Es wird kein Gott mehr existieren. Was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt, weil er alles ist. Und dann kommt der schöne Satz, und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Und ich halte meine Versprechen. Jetzt geht's weiter. Dieser Menschensohn steht mit einem Bein im Meer und mit dem anderen Bein auf dem Land. Eigentlich steht er wörtlich übersetzt nicht im Meer. Passt jetzt schöner, die Freiheit nehme ich mir, sondern es heißt auf. Steht auf dem Meer. Das ist der Schöpfer UB. Jetzt pass auf, jetzt nehmen wir mal, wir haben das Meer. Wenn ich immer bin, das ist die eine Seite, das ist der mir jetzt zuhört. Du bist immer dasselbe Ich, egal was du denkst, an was du denkst. Das ist immer. Und mit dem anderen Bein, das polare eine, B1, steht er auf dem Land. Jetzt was dir schon mal auffällt, das Land, was ist die Trennung zwischen dem Land und dem Meer? Ich kann es Rand nennen und ich kann das Sand nennen. Okay, das heißt meistens ist es Sand und das ist dann das Land und das ist der Rand. Jetzt, wenn ich jetzt schaue, ich tausche den ersten Buchstaben auf. Das heißt, das A in D selber ist die Schöpfung einer existierenden Öffnung. A in D, wieder blau gelesen. A als Vorsilbe gelesen heißt, ich werde imperfekt. Imperfekt, im Meer ist immer alles perfekt. Grammatikalisches Wort imperfekt. BR heißt übrigens Wissen, das erweckt wird. Alles per se, durch mich, lateinisch. Und ND, diese existierende Öffnung im Wörterbuch, das ist, da steht in der Regel Damm. Ein Damm, die geöffnete Schöpfung ist MM. Was passiert eigentlich in einem Damm? Dann heißt es meistens, wird es übersetzt mit beweglich, es bewegt sich. Aber der Damm, der hebt doch die Bewegung. Pass auf, du denkst jetzt einmal an eine fließende Zeit wie Wasser. Das fließt. Und was passiert jetzt in dem Moment, wo ich eine Schleuse, ich sage mal einen Damm reinbaue, dann wird aus dieser longitudinalen Bewegung eine transversale Bewegung, weil das Wasser staut sich und dann lasse ich es wieder rauslaufen. Das heißt, ich mache eine transversale. Das heißt, das ND, diese existierende Öffnung, ist zwar eine Bewegung, aber keine von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern von auf und ab. Mhm. Und AND, A als Vorsilbe, heißt wieder als Vorsilbe, ist das Imperfekt. Das heißt, ich werde, kann, soll.
zu einer existierenden Öffnung auf- und abschwingen. Jetzt haben wir die Berechnung der Schöpfung, ist die existierende Öffnung. Der Sand, der Rand, wird zu La, zu aus der auseinandergeschmissenen existierenden Öffnung, das aber immer wieder in den zwei Hälften Wellenberg und Wellendorf sich zusammenschiebt. Merkst du, das waren physikalische Formen. Das sind mit allen auch, jetzt kann ich dasselbe, die Formen wiederum kann ich umsetzen in hebräischen Zeichen und dann das Geschichten, da kannst du das Klartext lesen. Ich spreche jetzt Sachen an, die auf über 20.000 Seiten erklärt werden, dass man studieren muss. Und da nützt nichts, wenn du ein Buch liest. Auch ein Beispiel, wenn ich dir jetzt ein ganz normales Mathematikbuch, ich spreche normal, ein Mathematikbuch liest und du liest wirklich dieses Mathematikbuch von vorne bis hinten, Zeile für Zeile und Formel für Formel, auch wenn du manche Formelzeichen nicht weißt, wie man sie ausspricht. Da kannst du doch nicht behaupten, wenn du das einmal gelesen hast, dass du das verstanden hast. Und du wirst jetzt viele alte Holofeeling-Menschen von Almena noch finden, die wirklich zumindest den Grund da, ich kann dir eins sagen, wenn ich jetzt auch Redo oder Diana in ihren Traum, alles, was da drin ist, ist nicht eine Schrift, die wir mindestens fünfmal gelesen haben. Kann man die meisten was zu Trinker bringen, bevor den Brocken ganz lieb, Hals kriegt? Ganz lieb von dir. Was hast du, ein Bierchen? Immer, ja. Einfach. Nicht ja. So bitter. Mach das. Ja. Und das, ich kann nur neugierig machen. Und jetzt ist, oh, das lerne ich ja nie, das verstehe ich nicht, musst du doch gar nicht, du hast doch mich. Schau, das ist das Schöne, das verlange ich doch nicht einmal von dir. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, dass du aufhörst, ständig an dir rumzunörgeln und an der Welt rumzunörgeln, dass du anfängst, dich so anzunehmen, wie ich dich erschaffen habe. Das ist das Einzige, was du tun musst. Du wirst merken, dass du reichlich was zu tun hast. Richtig heftig, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Und immer wieder engst du an und meinst, die anderen sind schuld. Es ist immer der Schuld, der sich's ausdenkt. Das bleibt an dir hängen, Helmut. Und dann wirst du merken, da ist Kommunikation immer möglich. Und dann ist es, dass wenn ich doch das merke, dann vermeide ich einfach Konflikt. Und jetzt kommt was dann immer wieder, was du gesagt hast, dass umso älter und reifer du wirst, du tust dir das gar nicht mehr an. Das ist dann, da gehe ich an meinen Stammtisch, da sind wenigstens Brösel, die jetzt nicht permanent ja, aber sagen. Das ist eine Handvoll Leute. Ja, das ist eine Handvoll Leute. Und alles andere ist uninteressant. Du wirst Menschen meiden. Dann habe ich immer wieder in meinem Modern, das zu Hause mit dem Pfiff, wenn Altstadtfest ist. Und dann marschieren wir los. Und ich merke in die Gedanken, in der Erinnerung, ich kann die Menschenmassen überhaupt nicht ab. Da bin ich voll als Udo vollkommen überfordert. Das ist, ich sage, wenn ich spazieren gehe und dann ist ein Schaf fertig, ich gehe lieber durch die Schafe. Es ist kein Witz, da fühle ich mich richtig wohl. Klingt jetzt total pervers, aber da soll ich mal schauen, der Udi Depp. Klotzen es dich an, dann spiele ich mit denen ein bisschen rum. Ist mir viel angenehmer und ich sehe ja fast, wenn ich durch Menschenmassen laufe, das sind wirklich lebende Tote. Ich weiß jetzt, wie die weiße Nacht war, ich gehe durch die weiße Nacht, da war so brechend voll bei uns auf dem Marktplatz, war brechend voll an der Band gespielt. Und da sind jetzt zwei Sachen, haben sich überschnitten. Inge. Das eine, was hat rausgestochen, ist ja nur, für mich ist es wirklich nur ein Brei, ein Menschenbrei gewesen, aber ein kleiner Lichtblick mittendrin, das Penisköpfchen hat rausgeschaut. Mein Blick. Voll sein, ich sehe nur einen Schwamm und das Penisköpfchen. Mein Blick. Ein Glas hätte ich nicht gebraucht. Wirklich nicht, nimm's ja. Mit, saus nicht ein, mir reicht. Ich mit der Flasche großen ja. Tuchwappe, gell? Und jetzt ist es so, und dann hat er eine Band gespielt, die war vom Spielerischen her so grottenschlecht. Das ist bei mir nur mit meinem feinen Öhrchen und die Anlage. Das war unglaublich. Und laut und sowas, ich wüsste gar nicht, was man machen muss, dass das so schlecht klingt. Es sind wirklich einer für mich, ich habe das oft erwähnt, das klingt wie ein Witz, einer der größten Rätsel der Menschheit für mich ist zum Beispiel auch die Wechselsprechanlage bei McDoof. Ich war schon ewig nicht mehr, aber wenn du bei McDoof im Drive-In reingehst und du bestellst was, schon die ersten McDoof-Drives-In, also ich war ja schon, was nicht, ich glaube schon 10 hier und jetzt bewusst gedacht, ich muss das nicht immer dazu sagen. Und da war also hier, wenn ich jetzt mich zurückversetze in die 70er Jahre, und jetzt rein, als ich sage, jeder Radio- und Fernseh, der Radio- und Fernsehtechnik gelernt hat, den sein Beruf interessiert, ein Wechselsprechanlage zusammenbauen, ist ja nichts. Das ist ja nichts. Das heißt, wenn ich jetzt in einen Wildtisch, in einen, wirklich, wo von alten Kofferradios oder was, die 30, 40 Jahre alt sind, die einen Lautsprecher rausbaue, aus einem uralten Kofferradio, der 30, 40 Jahre alt ist, egal welches, dafür billiger sei. Und ich brauche dann noch vielleicht hier, um eine ganz primitive Sprechanlage aufzubauen, zwar solche Lautsprecher, die kann man als Mikrofon benutzen, das wird dann nur umkippt, Bauteile vielleicht für 3 oder 4 Mark. Ich rede jetzt im Markt damals, das, dann baue ich eine Wechselsprechanlage auf und ich habe wirklich gedacht, ich weiß nicht, was ich machen müsste, dass das in dieser primitivsten Form an Material so beschissen klingt, wie die Wechselsprechanlage, die bis zum heutigen
Leuten doch bei den McDoves im McDrive drin ist. Das kann gar nicht so schlecht klingen, wenn du die billigsten, die alten billigen Lautsprecher, nimmst aus einem alten Kofferradio. Und die einfache Grundschaltung, wirklich, die, wo du lernst, das primitivste Grundschaltung überhaupt, dass eine Wechselsprechanlage, klingt nicht so, nicht annähernd so schlecht wie das, was McDoof bis heute noch einbaut. Das ist auch so groß, das sind Rätsel. Das ist wirklich ein Rätsel, weil es darf es normalerweise überhaupt nicht geben. Das ist auf jeden Fall Führerscheinprüfung. Wenn die im Warburger Niedischen Feld oder im Drecks gefressen, dann müssen die so schlecht. Es ist ja immer, das kennt ihr jetzt nicht, wenn ich immer vor Dillingen, wenn ich in am Bodensee unten bin, dann fährt man über Ulm, Günzburg, Dillingen, Donauwörth, Weißenburg. Und wenn du jetzt nicht die Umgebung außen fährst, sondern du fährst dann durch Donauwörth, die ist eigentlich eine Abkürzung, BC weiß, was kommt, und dann fährst, pass auf, jetzt kein Witz, dann gehst du durch eine Unterführung und dann kommst du durch die Unterführung an den Kreisverkehr. Und dann kommst du in dem Kreisverkehr raus und fährst du so nach Weißenburg. Und das sind drei Läden nacheinander. Und ich sag, die sind exakt qualitätsmäßig gestuft. Du kommst in Donauwörth von der Unterführung durch, gehst in den Kreisverkehr und dann ist unmittelbar hier ist ganz groß ein Schild Fressnapf. Dann, wenn du weiterfährst, unmittelbar daneben ist McDonald und dann kommt der Burger King. Und ich sage, das ist genau in der Qualität gestuft. Das ist eigentlich Burger King. Ja. Und so läuft das Leben. Jeder hat seinen eigenen Film, weil ich mir das jetzt so denke. Für dich selber ist eigentlich nur eins, das du rund um die Uhr beobachten kannst. Mit einem komplett eigenständigen Leben. Und glaub nicht, dass die, die du dir ausdenkst, auch dann was erleben, wenn du sie nicht denkst. Das ist so. Das ist immer noch, dass du meinst, dieser Gedanke, den du jetzt denkst, den anderen, dass der auch dann weiß, wenn du ihn nicht denkst. Es gibt natürlich jetzt hier zum Beispiel Rudi-Buch. Aber das wiederum, da musst du Geist das Rudi-Buch lesen. Und der Rudi jetzt, der durch das Rudi-Programm aufgeschmissen wird, ist nicht der Rudi, der jetzt meinetwegen durch das Programm von der Idee aufgeschmissen wird. Weil der Rudi ist jetzt bloß ein Schatten auf der Leinwand, der generiert wird mit, ich weiß ja nicht viel über den Rudi, der war vorher nicht da, der ist jetzt durch Holofilling auftaucht. Dasselbe umgekehrt liest du das Rudi-Buch, ist die irgendwie bloß eine Randfigur, die jetzt da auftaucht. Du darfst niemals, wenn du was ausdenkst, das mit dem Programm, weil das eigenständige Programme sind. Was ich KIs nennen. Lass das auf dich wirken, das ist unheimlich tief. Jeder lebt seinen eigenen Film. Du hast, wenn Menschen, ein einfacher Satz, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und Menschen jetzt beziehe ich auf Adam, wobei es da gar keine Mehrzahl gibt. Das ist ja, Gott schuf die Menschen, da steht Adam, das heißt Mensch. Aber jetzt haben wir natürlich auch wieder das Spiel bei dem Adam, die 1440, dass ich das A wieder als Vordenker, Rand, Sand, Land, das wegschieben kann, das A als Vorsilbe. Dann habe ich Damm, das Damm ist ja das Blut. DM heißt Blut und heißt auch Rot. Das deutsche Wort Blut wiederum Belut. Das Blut B als Vorsilbe wieder gelesen, denk an Bezelem. Belut, wenn ich jetzt das L, Waff, T schreibe mit einer 9, heißt es in einer Hülle stecken. Interessant. Das Blut heißt, ich stecke in einer Hülle. Das ist ja. Belut. Ich kann das Lut aber auch hin mit einem DAF schreiben. Wir haben zwei verschiedene T. Wir haben die 9 und die 400. Dann heißt es Glimax, das ist die Himmelsleiter. Das ist deine Wachstumsstufen. Das sind die 3x3x3 Wachstumsstufen. Und du steckst eben in der ersten Wachstumsstufe in einer anderen Hülle. Das beginnt ja letztendlich, wo ich immer wieder sage, das 3x3x3. Wir haben drei Grundstufen. Auf den Menschen bezogen, die Befruchtung des Eis, bis du geboren wirst. Ich bringe dir das Schwert. Dann von der Geburt bis zu deinem 6. Lebensjahr, wo du dann sprechen kannst, in die Schule kommst. Dann kann ich dir Regeln beibringen. Das dauert dann bis zur Pubertät. In der Regel früher sind wir dann in der Pubertät aus der Schule rausgekommen. Okay? Das ist jetzt nur dieser erste Schnitt. Normalerweise sagst du die Geburt, ich sag Pubertät, die Geburt, Pubertät, Wechseljahre, Ende. Das sind drei Wachstumsstufen. Habe ich zigfach erklärt. Von der Geburt, das ist das Klassische, bis zu
Pubertät, erste Stufe, alles was vorher war, wird jetzt nichtig, alles was jetzt wichtig ist, war vorher nichtig. Dann kommen die Wechseljahre, wenn du mit anstrahlst, da ist wieder die Synthese, These, Antithese, Synthese. In dem Bereich will sich männlich und weiblich verbinden. Okay? Mhm. Und jetzt kommst du in die Wechseljahre und jetzt haben wir dasselbe Spiel, bloß jetzt der Geist will sich mit der Ewigkeit verbinden. Das ist wichtig. Wenn du da nicht loslässt, hast du sowieso verloren. Das sind die drei. Jetzt ist aber diese drei, ist jedes für sich nochmal in drei Teile unterteilt. Ich bleibe mal für euch nochmal, seid ihr dabei? Das heißt also, wir machen, klassisch sagt man von der Geburt bis zur Pubertät, wo dir Bart wächst, wo du deine Sexualität kriegst, Zungenkussbeispiel, und dann kommen die Wechseljahre, wo das vom Tisch sein muss, dass du dich jetzt endlich dafür interessierst, was du selbst bist. Und jetzt haben wir nur den ersten Bereich. Das sind die drei, und da machen wir jetzt in den ersten Bereich drei Bereiche rein. Und da darf man nicht bei der Geburt anfangen, sondern bei der Befruchtung des Eis. Da haben wir gerade schon gesprochen. Das heißt, die Befruchtung des Eis in der Gebärmutter bis zu deiner Geburt ist die erste Stufe. Von der Geburt bis du in die Schule kommst, ist die zweite Stufe. Und von sechsten Lebensjahr bis Pubertät, Schulende, ist die dritte. Ich sage es nochmal, drei Stufen drin, die genau den Wechsel haben in der Matrix. Dann vom Hosenscheiße bis zum Schulkind, der sprechen kann. Und der dann sprechen kann, den kann ich irgendwelche Regeln beibringen. Zum Beispiel Lesen und Schreiben. Grundvoraussetzung, dass ich dir Lesen und Schreiben beibringe, ist, dass du überhaupt sprechen kannst. Jetzt haben wir diese drei und dann haben wir jetzt wieder die erste Stufe und da sind nochmal drei drin. Jetzt gehen wir in die Gebärmutter, die Befruchtung des Eis, bis du zerst ein Ei, dann wirst du wie ein kleiner Wurm und dann siehst du aus wie ein Mensch. Und dann wird die Nabelschnur abgeschnitten. Und in jedem Übergang, innen und außen, ändert sich an der äußeren Form von dem kleinen Nichts. Die Änderung ist das Durchschneiden der Nabelschnur. Jetzt weißt du ungefähr, wo du zurzeit bist. Ich bringe dir das Schwert. Dasselbe ist, dass vom Sprechen und zum Lernen anfangen sich körperlich, oberflächlich nichts verändert. Das ist ein innerer Akt. Okay, da haben wir wieder These, Antithese. Die Veränderung kommt eigentlich erst in der Pubertät, wenn du zu einer Bittelplantage wirst. Das habe ich früher mal wieder gesagt. Mein Michael Kuppelmeier hat mein selbes Problem wie mein Jan Jakob. Die konnten sich lange Zeit nicht richtig ausdrücken, weil die sehr bicklig waren. Ich habe gesagt, dein Problem ist, du kannst dich nicht richtig ausdrücken, Jan, habe ich immer gesagt. Weil der unheimlich pubertäres Gesicht gehabt hat. Jetzt mit 40 ist es langsam besser geworden. Aber der hätte Michael, mein Michael, wenn der gesehen hätte, selbst mit 30, der hat dann so ein vernarbtes, der hat jetzt eine ganz glatte Haut wie du, Rudi, aber der hat wirklich mit 35, mein Michael, mein Karate-Lehrer, der hat total bicklig, er hat übersät mit bicklig. Ich sage immer, Kleiner, du musst irgendwann einmal lernen, dich richtig auszudrücken. Die Sprache ist wichtig. Ja. Genau. Akne. Krass. Und das ist jetzt hier, wenn man jetzt in die Worte geht, dann wird es eigentlich richtig interessant. Und dann wirst du am merken, der Aufbau, was ich nur immer anspreche, ob jetzt das chemische Periodensystem ist, das ja noch nie einer gesehen hat, all die Körper, wenn wir einen Körper konstruieren, das Auge, der Aufbau, Auge, der Schädel, die Zahlenwerte, wo immer wieder die Handknochen, das sind symbolische Bilder für eine Arithmetik, für dein Divisionsbewusstsein, das wie ein Computerprogramm, wenn ich jetzt irgendwelche Außerirdische in einem Videospiel 3D programmiere, sind da Zahlencodes im Hintergrund. Und jetzt ist es, was die meinen, was da außen ist. Man macht immer den Fehler, die Naturwissenschaft geht davon aus, dass die Welt da außen schon ist ohne Mensch. Und der gescheite Mensch hat es jetzt fertiggebracht, dass die Naturgesetze, die mit dem Geist nichts zu tun haben, der sich die ausdenkt, dass man das am Computer toll simulieren kann. Und ich sage, dreh das rum, es ist umgekehrt, weil du das Programm laufen hast, erscheint in dir illusionär auf deiner Verabredung eine Welt mit Naturgesetzen. Und veränderst du das Programm, kannst du alles verändern. Auch das Aussehen von einem menschlichen Körper, das ist alles eine Frage des Programms. Ein heliozentrisches Weltbild, ein geozentrisches Weltbild, das sind so viele, wo du jetzt, wenn du ein bisschen zuckst, dass wenn man dieses klassische, die Sonne und die Planeten kreisen rum, wenn man jetzt das uns, ob ich das mir jetzt ausdenke, in Maßsetzung eines Wissens, das man mir erzählt hat, oder ob ich ein Computerprogramm nehme, wo das auf dem Bildschirm simuliert wird. Ich kann das mit einer Farbbrille sogar vor mich dreidimensional hinstellen. Das ist so hier beim VR, wenn du die VR-Brille aufsetzt von Sony, da gibt es ein Autorennspiel, da kannst du dich in die Autos reinsetzen. Ich sage euch, das ist bei weitem noch fotorealistischer, wenn du das Ding aufhast. BC, das raubt dir den Atem, du sitzt, wenn du in Bugatti oder in die Ferraris reingehst, du sitzt dann auf dem Stuhl, du hast die Brille auf und das ist so geil.
jeder, der das die, die Margot hat es weggelöscht, meine Fitting-Margot, weil die hat es ja gehört, ich habe das zigfach erzählt. Es ist verbal nicht zu beschreiben. Und auch der Jan, der sagt, Udo, du hast mir das vor 20 Jahren, da hat noch gar keiner dran gedacht an sowas. Da war das Fantasy, dieses extreme 3D-VR-Computerspiele, war weit weg. Da habe ich denen das, er sagt, du hast das vor 20 Jahren exakt erklärt und der war ja so im totalen Hype, wo er sagt, wie es dann die VR gegeben hat bei ihm im Laden. Man kann es nicht, ich kann euch nur sagen, probiert es aus, man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht am eigenen Leib erlebt. Das ist echt geil, das ist so geil. Es ist, und jetzt, da geht es jetzt immer, wo ich sage, es geht nicht um die Auflösung. Da haben wir gestern schon kurz hier und jetzt gedacht, darüber gesprochen. Vor allem, wenn du Höhenangst hast, dass du, wie gesagt, selbst jetzt der Johann als Erwachsener, als 40-Jähriger, wo das neue Spiel, wo rausgekommen ist, ab 18, mit St. Kumberg sagt, wir haben aufgehört, wir haben uns geweigert, den nächsten Raum zu betreten. Wir sind zuerst ins Internet geschaut, was auf uns zukommt. Weil das so, wo ich mit der Bierflasche gestern versucht habe zu erklären, oder auch mit Abgründen, die Diana schweißgebadet hat, die Brille runtergerissen, weil die unter Höhenangst leidet. Und das ist von einer Sekunde auf die andere. Du stehst da, wo ich immer sage, du denkst jetzt, das ist ein Teppich. Du bist ein Bergsteiger, du weißt, wie sich Leute verhalten, die Höhenangst haben. Ja. Pass auf, du stehst jetzt da, du stellst dir vor, da ist ein Teppich und ich stehe jetzt am Teppich. Und wenn ich jetzt da an der Teppichkante stehe, ich habe da überhaupt kein Problem, das so zu machen. Ich habe Ihnen einmal schon erzählt, wenn ich jetzt das Brett wegmache und wir sagen jetzt, es ist 10 Meter lang und ich verbinde die Augen und ich sage, kannst du mit verbundenen Augen da drüber laufen, ohne dass du daneben trittst. Du weißt feststellen, du hast erstens keine Angst und du merkst sofort, wenn du ein bisschen an die Kante kommst, dass du wie nichts mit verbundenen Augen über das Brett läufst, ohne runterzudrehen. Und in dem Moment, wo du jetzt glaubst, dass du 200 Meter runter geht, jetzt pass auf, ich sag dir, wie es bei der Diana ausgeschaut hat. Die steht so, ich sag an der Kante, das ist ein Teppich. Hier ist die Kante, kein Problem. Sie setzt die Brille auf. Wir schalten das ein und dann geht es 500 Meter. Ah! Und dann macht es genau so. So. Das ist wie die Sache mit dem Bierglas, wo ich mir jetzt nicht schmeiße. Und jetzt werde ich jetzt das muss jetzt einfach nicht mehr, wenn der Jan sagt, wir haben uns geweigert, in den nächsten Raum reinzugehen, als erwachsene Männer, sobald ich die Brille aufhabe. Weil du scheißt in die Hose und du merkst jetzt, wie der zweite, dieses zwanghafte Programm, versucht das, was du zu sein glaubst, zu schützen. Ich kenne ja da runterfallen. Und da ist wieder besseren Wissens, lässt hier komplett jegliche Form von Bewusstsein weg. Und warum lässt du uns das einfallen, damit Erlebnis, wir die Welt verstehen? Erlebnis, dich selbst. Wie Welt, habe ich so oft. W-I-L-D. I-L-D heißt Brandopfer. Welt ist ein doppelt aufgespanntes. Jetzt kann man das Brandopfer, jetzt hast du mal, BR ist das Äußere. BR, AND habe ich gesagt, ich werde zu einer existierenden Öffnung. Ich muss von Augenblick zu Augenblick den polaren Rand, B-Rand kann man auch als polaren Rand lesen, den polaren Rand, meine Welt meiner Gedankenwelt, das ist die Welt. Das ist das hebräische Wort, das deutsche Wort Welt hebraisiert. W, Waff, 70, LD, Welt. Wenn du das jetzt hinschreibst in die Madrid, das heißt also, okay. Im hebräischen Original, das ist immer so. Mrs. Winterbottom kommt gleich. Und James. Das heißt Brandopfer. Das ist der polare Rand, den musst du von Augenblick zu Augenblick opfern, weil jede neue Gedankenwelt ändert sich nicht. Und jetzt merkst du, das ist Deutsch. Ich verdeutliche dir mit göttlicher Sprache deuten, was Worte, ganz grob einmal, was die Vorstellungen sind, da ist ein symbolischer Sinn dahinter. Und jetzt ist das Schöne, nur du musst das verstehen. Da kommt der Wahn wieder des Programms, ja, wer bin ich denn? Und jetzt will man Bestätigung haben, dass Gescheite, die natürlich nur sind, wenn du sie denkst und die nur deshalb gescheit sind und wichtig sind, weil du sie das so denkst, dass die das dann mal, dann kann ich es auch glauben. Ich bin dort, irgendwo ist da schon drin, dieser Test, wo ich immer wieder sage, wenn du was wirklich hundertprozentig abgehakt hast, brauchst du keine Bestätigung mehr von jemandem. Und solange du eine Bestätigung noch haben willst, hast du es noch nicht abgehakt. Da habe ich lange wieder geschaut, wie ich das mache. Und da habe ich mir das Beispiel einfallen lassen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Buch lesen, Rudi. Und es ist in roten Buchstaben, mit roter Farbe bedruckt, die Schrift. Gibt es ja Rotschrift. Und ich sehe jetzt das und ich sehe, das ist rot. Und jetzt behauptet einer, nee, das ist grün. Dann meine ich zuerst einmal, der macht ein Späßchen mit mir. Und wenn sich dann rausstellt, dass das wirklich als grün sieht, dann werde ich mit denen nicht diskutieren, wenn ich das rot sehe, sondern so, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich farbenblind oder du bist farbenblind.
Aber selbst wenn du jetzt das Grün siehst, es ist für mich rot. Ob jetzt wer von uns zwei recht hat, die Frage stellt sich eigentlich überhaupt nicht. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, dass es keinen Sinn macht, dich zu überzeugen, wenn ich merke, das ist kein Spaß. Es ist für mich rot und wenn du das grün siehst, bin ich jetzt bei der Rand, also entweder bist du da farbenblind oder eine dritte Möglichkeit. Sowieso. Wie darfst du gleich sagen? Ich sage jetzt das in meiner Welt der Perspektive, entweder bin ich farbenblind, ich kann ja sein, dass meins nicht stimmt, obwohl ich es rot sehe, oder dein Stimmlicht. Aber in dem Moment, wo das für mich rot ist, ich lege keinen Wert drauf, egal was einer behauptet, ihn davon zu überzeugen. Ich sehe es halt einfach so. Aber ich bin jetzt ganz klar in einer Einseitigkeit. Wo ist deine dritte Möglichkeit? Die dritte Möglichkeit ist, dass der für die Farbe einfach ein anderes Wort gelernt hat. Das führt uns zu dem Thema, ein altes Beispiel aus Almena wieder, wo ich dann sage, ich kenne das, aber ich wiederhole es nochmal. Wir nehmen drei Babys. Und wir machen bei den kleinen Kindern, bevor sie sprechen lernen, Farbfolien auf die Augen. Das eine Kind kriegt eine rote Farbfolie, das zweite Kind kriegt eine grüne Farbfolie und das andere kriegt eine blaue Farbfolie. Und jetzt, das ist das Einzige, was wir machen, und jetzt lassen wir die ganz normal groß werden in einer Familie, in einer deutschen Familie groß werden, in drei verschiedenen Familien. Und die sind jetzt mehr oder weniger erzogen worden, so wie man Kinder erzieht, und jetzt plötzlich, wenn die dann in die Schule kommen und sprechen können, dann nehme ich die Tasse in der Hand und ich frage das Kind mit der roten Farbfolie auf den Augen, welche Farbe hat die Tasse? Ja, rot. Und ich frage das Kind mit der grünen Farbfolie, so, welche grün? Falsch. Die werden alle sagen, die ist weiß. Das sieht zwar das Kind mit der roten Farbfolie rot und das mit der grünen grün und das mit der blauen blau. Aber wenn das Kind sprechen lernt und ich halte jetzt diese Tasse hin, haben mir ja die Eltern beigebracht, dass das weiß ist. Das heißt, du merkst jetzt schon, wie das auseinanderglitscht. Das ist auch immer, was ich gern mache, dass ich sage, wenn die 200 Gramm rote Knete, wenn ich aus der 200 Gramm rote Knete, das ist still, jetzt mit Holofilm, wenn du einen hast, geht es nicht mehr. Aber probier das aus, du denkst jetzt einmal, das ist Knete, Porzellan, und ich mache jetzt aus der 200 Gramm roten Knete die Tasse und ich frage dich, was ist das? Du weißt jetzt das, was du oft gehört hast, dann wird jeder normale Mensch sagen, das ist eine Tasse. Und jetzt pass auf, jetzt fahre ich das um und ich sage, ich mache jetzt aus der Tasse das hier und ich frage dich, was ist das? Und dann sagt jeder Bierflasche. Jetzt fahre ich das wieder um und ich mache dann einen Teller oder das draus und ich frage dich, was ist das? Sagt jeder Löffel. Ich sage, Blödsinn, es ist Knete. Es ist das, was du anschaust, ist Knete. Du verwechselst die Form, die es der Knete gibt, mit dem, was ist. Machst du das nicht jeden Moment? Polo Feeling hast du, das bist du. Jede Information, die in dir auftaucht, bist du. Du bist mit einer anderen Form. Das bedeutet Holophilie. Das ist das ständige Umformen in der 200 Gramm roten Knete. Und umso mehr dir das bewusst wird, umso angstfreier wirst du. Es wird richtig geil. Es ist doch alles bloß so schlimm, weil du meinst, du könntest was verlieren. Du hast es doch verlieren, wenn du es dir ausdenkst. Wo ist das, was du dir ausdenkst, wenn du es nicht ausdenkst? Doch in dir drin. Aber du meinst, wenn es in dir drin ist, hast du es verloren und wenn du es dir ausdenkst, hast du es. Jetzt sind wir wieder bei dem Hassen. Hass. Liebe und Hass ist wie Plus und Minus. Okay? In dem Moment, wo ich sage, ich liebe, das liebe ich. Wenn ich sage, ich liebe, will ich das haben. Wenn ich das hasse, stoße ich es von mir. Ist wie Plus und Minus. Bleiben wir mal wertfrei. Das eine gibt es aber nicht ohne das andere. Weil ich kann ja erst was lieben, wenn ich was hasse. Das heißt, ich muss aus der Einheit was vor mich hinstellen und erst dann trennen, dass ein Unterschied da ist, dass ich dann ein Objekt habe, das ich lieben kann. Da du Plus und Minus austauschen kannst, ist das, wo ich altes Beispiel, wo ich sage, die Menschen sagen, man kann doch nicht alles lieben. Ich sage dann wieder, wer bestimmt jetzt das? Ich kann doch nicht alles lieben. Wer bestimmt es? Durch deinen Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das Schönste ist, wenn du jetzt sagst, ich kann nicht alles lieben, der einfachste Weg, in den heiligen Zustand zu kommen, wenn du sagst, ich kann nicht alles lieben, da ist irgendwas drin, das weigert sich und so, du kommst genau in dieselbe Ziel, wenn du alles anfängst, abgrundtief zu hassen. Altes Beispiel aus Almena. Es ist definitiv so, pass auf, ich werde es dir beweisen. Hassen ist ja viel leichter wie lieben, weil es fällt mir schwer, das und jenes zu lieben. Hassen kann man alles. Wenn du jetzt, ich mache mal mit Stefan. Stefan, wenn du jetzt, wir denken uns jetzt mal irgendwas aus, okay, und wir sagen, das hat eine ganz, ganz schlimme Krankheit.
AIDS, Grätze. Begehrst du das, was der Mensch hat? Nein. Ich könnte jetzt sagen, du hast es. Hassen heißt, damit will ich nichts zu tun haben. Okay, wir halten nochmal fest. Alles, was du hast, was du abgrundtief hast, begehrst du nicht. Du bist froh, wenn es nicht da ist. Gut? Jetzt habe ich den Faden verloren. Und ich habe dein Wort nicht verstanden. Alles, das ist, wenn du was hast, wenn du was abgrundtief hast, nicht haben willst, begehrst du das nicht. Okay, alles, was du hast, begehrst du nicht. Wenn du jetzt dir was ausdenkst, das dir total am Arsch vorbeigeht und es löst sich auf in alle Ewigkeit. Okay, alles, was du hast, was du abgrundtief verabscheust, ist dir auch vollkommen wurscht. Du begehrst es nicht, ist dir das vollkommen wurscht, wenn das nochmal auftaucht. Das heißt, alles, was du hast, ist dir sowas von gleichgültig, ob das da ist oder nicht da ist. Ganz im Gegenteil, am liebsten ist, wenn es nicht da ist. Keine Verlustangst. Okay? Jetzt könnte ich noch, in einem Minuten habe ich da noch ein paar Beispiele dazu gebracht. Und jetzt ist natürlich schon das Schöne über das Wort hassen. Du hast einen Gedanken. Okay? Ein Gedanken hast du dann, hassen in Form von Hass, von haben. Du hast einen Gedanken, das ist doch klares Deutsch. Den Gedanken hast du erst, wenn du ihn von dir trennst. Wir haben gesagt, hassen ist Minus. Wenn du ihn vor dich hinstellst, du musst ja dich den rausnehmen und vor dich hinstellen. Und in dem Moment, wo ein Gedanke in dir auftaucht, das, was du hast, haben wir doch gerade festgestellt, begehrst du nicht. Alles, was du hast, begehrst du nicht. Alles, was du hast, hast du keine Angst, dass wenn das nie mehr auftaucht, hast du kein Problem damit. Wie stellst du dir eigentlich den Zustand der Glückseligkeit vor? Wenn du keine Verlustangst mehr hast, wenn du komplett wunschlos glücklich bist, kein Begehren mehr in dir hast, haben wir nicht gerade festgestellt, dann fang an, alles abgrundtief zu hassen, dann hast du genau den Zustand. Bist du dabei? Ist natürlich für meine Trockennasenaffenlogik. Genau gespiegelt. Schwierig, ne? Aber genau gespiegelt, aber das mein ist mein Ego sagt dann gerade. Das ist so die Worte, und dann werden die Worte so genau auch mit Essen. Das Esse, wenn du das Esse im Lateinischen, jetzt müssen wir die, das ist ein Spiel der Sprache. Ich erzähle dir jetzt etwas und ich erwähne immer wieder, wenn wir jetzt so die ersten Einstiege machen mit Zellem, mit Rand, mit Sand, mit Land, immer Deutsch-Hebräisch. Deutsch-Hebräisch, das Deutsch brauchst du zum Deuten. Das Prinzip funktioniert auch mit all den Fremdwörtern. Das, um das gleich klar zu machen, das hat jetzt nichts mit Deutsch zu tun. Das Deutsch ist nur die Erklärung, die Deutschsprache, das Deutliche. Das Deuten, das Auslegen. Das ist übrigens das hebräische Wort für Deuten, das hebräische Wort für Deuten und Erklären, ist dieselbe Radix wie das Bara. Das Bra ist ja, heißt Schöpfen. Barashit, Bara, Elohim. Birashit kann man auch, je nachdem, wie man es vokalisiert, das beginnt ja schon. Ra-Shin ist ja Rosh oder Rasch oder Resch ausgesprochen. Gibt es übrigens verschiedene Aussprachesysteme. So wie es in deutschen Dialekten gibt, das askenasische Aussprache ist ganz anders wie die sephardinische Aussprache. Das sind einfach wie Dialekte wie Hessisch, wie Schwäbisch, wie Bayerisch, wie Fränkisch. Das sind dieselben Worte, werden aber ganz anders ausgesprochen. Immer die Konsonanten ein gleiches Gefühl und die Verfolgung. Darum ist da nicht sich festzulegen, was richtig ist. Ist wie wenn ich jetzt sage, ist jetzt Hessisch richtig oder Bayerisch oder Fränkisch. Und da ist immer wieder die klare Frage, natürlich nur Fränkisch. Hochdeutsch. Ist UB-Deutsch. Ist nur universal. UB-Deutsch ist nicht richtiger, sondern bloß universal. Ist eine größere Ordnung. Das UB-Deutsch ist letztendlich, ich habe doch einmal die Geschichte erzählt, wie die Dialekte entstanden sind. Kennst du das nicht? Keine. Also pass auf, ich erzähle jetzt mal, ich lasse dir jetzt mal Insiderwissen erfahren. Das heißt also, dass also hier die Gotteskinder jedes dieser deutschen Gotteskinder, die haben einen eigenen Dialekt bekommen. Da wurden die Dialekte in Deutschland verteilt und das ist, hängt zusammen in den Buchstaben. Aber da will ich jetzt nur, dass du das Prinzip magst. Mhm. Und dann gibt es Gotteskinder, die durften dann Hessisch sprechen und die anderen durften Schwäbisch sprechen und all das ganze Zeug. Und am Schluss waren die ganzen Dialekte waren verteilt und es ist bloß noch ein kleiner überblieben, das war das Aleph. Das kleine Aleph geht dann zum lieben Gott und das sagt zum lieben Gott, ja, ich habe keinen eigenen Dialekt und lammert dem lieben Gott zu, dass jetzt alle, die dürfen Bayerisch reden und Hessisch und Schwäbisch reden und ich habe keinen eigenen Dialekt, weil jetzt die Dialekte alle vergeben sind. Mhm. Und dann sagt der liebe Gott, tu dich nicht ab und man schreibt es halt einfach so wie. Fränkisch.
Das ist die Geschichte für die Dialekte Ensteins. Ne? Süß. Du, den habt ihr in der Stadt einfach so wie ich. Passt immer, ne? Sowieso. Mit L. Und Frank und Frei heißt der Frank und Frei. Ja, das ist mir schon klar, dass das nicht zufällig ist. So ist das jetzt. Wobei dann immer wieder sagt, begehe nicht den Fehler, unterschiedliche Sachen qualitativ in eine Werbeskala zu setzen. Udo. Du kannst nicht sagen, in irgendeiner Form, dass das Sehen besser ist wie das Hören, weil was ganz anderes ist, kannst du nicht miteinander vergleichen. Udo, kannst du dir vorstellen, dass der liebe Gott Sächsisch redet? Der redet alle Sprachen. Das ist immer zuerst einmal ein Fremdsprachler. Aber wir müssen mal ganz ehrlich, das ist ja auch Erziehung. Kommen wir mal auf das Sächsische. Ich kann ja keine Dialekte noch machen. Als du das viele Mangos. Aber was ist das wirkliche Problem ist, jetzt denken wir uns aber wieder ganz bewusst was aus, dass immer wieder so was jetzt Sächsisch ist oder was. Und es ist also Sächsisch ist. Jetzt ist natürlich sehr große Denker des deutschen Geistes haben ja gesächselt. Ja, na klar. Das ist darum, ist es ja, aber es ist eigentlich in der jetzigen momentanen Programmierung, ist es so, du hast schon, wenn du Sächsisch sprichst, hast du einen Deppenschein weg. Ich muss innerlich immer schmunzeln, wenn ich Sächsisch spreche. Es ist wirklich, du hast einen totalen Deppenschein weg, wenn einer sächselt. Ja. Obwohl ganz große deutsche Denker gesächselt haben. Du merkst jetzt schon wieder, da kommst du in die Bewegung. Und darum ist mir so wichtig, dass ich sage, schau einfach zuerst einmal in dich rein, wie dein momentanes Programm das empfindet. Es ist auch dasselbe mit Schönheitsidealen. Wenn wir jetzt ein Zeitfenster aufspannen, in deinem intellektuellen Wissen ist ja ein Schwamm, sind ja viele Zeitgeschichtenbilder drin, die du immer nur jetzt aktivieren kannst und die du nur vom Hören sagen kennst. Aber das ist nur das Schönheitsideal. Und ich habe das so oft angesprochen jetzt in der Mode, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bloß zurückgehe in die 80er Jahre oder dann noch weiter zurück in die 20er Jahre, dass das nicht nur über die Kleidung, Mode, modern ist ja modern. Weil ich immer nur ein bisschen anders ausgesprochen, dann wird aus modern, wird modern, vergänglich. Und jetzt ist es also so, dass der Geschmack, wenn irgendeiner meint, das ist schön, hängt von einem Programm ab. Die ganzen idealen Almener habe ich immer erzählt, wenn mir ein Urvölker gehen. Jetzt in Nord-Thailand gibt es ein Volk, auch in Afrika, wo man den kleinen Mädchen immer im Wachstum so Ringe reinmacht und dann der Hals lang wird. Und das ist das totale Schönheitsideal. Man sagt, man ist Verstümmelung. Oder wir gehen jetzt irgendwie in afrikanische Völker. Ich kenne es aus Film und Fernsehen, wenn man da einen Fokus einmal drauf hatte, dass es Volk gibt, die schneiden sich hier die Lippe auf und machen so einen Ring rein. Ja, habe ich letztens gesehen. Ja, aber auch mal. So einen Ring rein, das ist das totale Sexsymbol. Das totale Sex, wenn du da nicht so eine Lippe aufgeschnitten hast, bist du nichts. Und jetzt ist es, wenn du mit dem Schwamm Volk saugt, was ist jetzt für dich das Schönste, was es überhaupt gibt? Und du kannst nur dein eigenes Programm erforschen. Ja. Das ist immer wieder solche Sachen, auch mit Männern habe ich so oft angesprochen, wenn man jetzt ein Männchen, ein Alpha-Männchen ist und dann hat man diese Sexualität, die Anziehung der Frau. Wo ist der Fokus drauf, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne oder eine Frau nachschaue? Ich war 10 oder 15 Jahre mit meiner Frau verheiratet, dann habe ich das erste Mal gesehen, dass die keinen Arsch hat. Ich habe da überhaupt nicht aufgepasst. Weil da keinen Fokus drauf hat. Das ist auch mit Brüsten. Manche sehen nur Titten, Titten, Titten. Das ist, ich sage jetzt nicht, ich empfinde es schön, aber es ist für mich überhaupt kein Parameter. Nee, als Udo, ich kann nur mein Programm durchschauen und andere wieder sehen bloß das oder andere sehen bloß das. Und darum so ist es gerade jetzt die Sexualität, Leute. Das ist ja diese Verbindungsfähigkeit. Was ist, du kannst dein Programm überprüfen. Ich rede jetzt nicht, was richtig oder verkehrt ist, sondern du sollst schauen, was dich andert. Und jeder hat seine, das ist umso spießiger, die normalen Menschen, die in der Nachkriegszeit groß geworden sind, das ist zum Beispiel mein Schwiegervater, das war ein ganzer Lieber, muss ich nicht sagen, aber ein Spießer, was das anbelangt, ohne Ende, aber wenn er allein war, abends, nachts die Lederhosenfilme, die in die 70er Jahre gelaufen sind, anschauen, verstehst du doch nicht. Was anderes hat es nicht gegeben. Das ist, dass du merkst, den Schatten, die Scheinheiligkeit, die, haben die allergrößten Probleme. Da war ja der Osten dem Westen extrem um Welten voraus, was Freiheit der Sexualität angeht. Ja, ja, das, weil du nichts anderes hattest. Das wurde nicht tabuisiert, und jetzt ist es aber so schön, wo ich immer gesagt habe, dass Input jetzt hier, gehabt. Um auf die Erotik zu kommen, auch ein Thema von Almener steht. Alles in Almener gesagt, dass du feststellen wirst, wenn du in einer sehr offenen Gesellschaft bist, dass der reine, für einen Mann, der reine nackte Frauenkörper, wenn alle nackt rumlaufen, überhaupt keine sexuelle Anziehung hat.
Das wird normal. Sagen wir mit Kindern, wenn Eltern mit Kindern nackt zum Baden gehen, wenn ich kleine Kinder habe. Das ist diese Spießigkeit, wo die Körper in das Spiel gebracht haben. Ein reiner, nackter Körper hat keine sexuelle Anziehung. Da ist nur, das kommt erst, wenn der Funke von der höheren Ebene überspringt. Und dann kommt dieses Gemeine der Reizwäsche, dass plötzlich die Köschen im Nachbarsgarten irgendwie viel interessanter waren wie die im eigenen Garten. Darum ist das Verhüllte. Man will wissen, was ist dahinter. Das ist das, wo ich mit Hodophilien drauf setze, dass ihr mal neugierig wird, was hinter der Hülle eigentlich steckt. Ich reiz euch mit reizet die Geburt im Spiegel. Was ist in den tieferen Schichten, was man jetzt geht, was man umdrehen muss? Das ist das, wird jetzt reizvoll. Das ist gerade das, was man nicht sieht. Dann kommt die Fantasie ins Spiel. Das ist dasselbe, was sie mit Hodophilien macht. Ich rede wieder von metaphorischen Bildern. Ich habe auch mal einen Abzeichenkurs gemacht und da bin ich dann auch mal gefragt worden, oh, wie ist denn das? Und ich habe gesagt, ich kann gar nichts sagen, weil mir war das total egal, welcher Körper da vorne ist. Es ging immer nur darum, dass die Linie stimmt. Ich war immer nur auf irgendwelche Linien und Bögen und Winkel fixiert. Ich habe überhaupt nichts Nacktes gesehen, sondern nur, stimmt die Proportion und so. Und jedes Programm, du kannst ja relativ also Gefühle von Kontakt oder null. Wie wenn irgendwie ein Brot, ein Stück Fleisch oder irgendwas, ob jetzt ein totes Tier oder einen nackten Menschen mal hab, das war gleich, komplett gleich. Und die Leute hören dir zu. Weil du nur auf das Detail... Der Fokus ist ein anderer. Achtest, ja. Immer dasselbe. Jetzt hast du mal dir das... Nur in Linien denkst. Pass. Du siehst keinen Körperteil an sich. Als Helmut? Ist nur blöd, wenn im du... Im Prinzip dieselbe, das ist wie wenn ich von einem Film eine Kopie mache mit anderen Schauspielern, aber die eigentliche Geschichte... Freiheit. Aber das war auch so eine komische Erfahrung, auch dass das überhaupt kein schöne komisches Gefühl ist. Also, ein Riesenhotel. Weil aber das wird dann einfach nur zu einem Objekt. Vollkommen parallel nochmal an. Da taucht es wieder eine Uhr auf, es ist wieder mal schauen, was du immer gleich reicht. Nur Form. Das dasselbe Film. Nach dem Gedanken, ob es bei dir nicht auch so ist. Ja, wahrscheinlich. Ganz komisch. Und es bleibt immer, überall steht dann einer, das und es ist dann vom Bücherregal, ist doch mal alles anders. Und ich kann so begrenztlos denken, wie wenn ich jetzt sage, du bist Windows und du willst mit einem Basic-Computer kommunizieren. Das ist ja so ein wunderschönes Beispiel, wenn man jetzt ein bisschen was man mit einem Basic-Computer bringt, auf den Bildschirm holen kann und du schaust, was du jetzt alles, was du dir ausdenkst. Also ich bin ganz froh, wenn ich ins Board gehe und denke, dann kannst du dann alle schon. Ich bin jetzt so viele Fachgebiete. Ich sage heute Morgen noch zum Heiko, weil ich ganz kurz, wie ich am Computer sitze, habe ich gesagt, mal, gibt es irgendein Video über 3D-Programmierung? Und dann spiele ich 2, 3 Videos an über kleinhafte Erklärung über 3D-Programmierung, weil ich immer sage, wenn wir die VR-Brille haben. Und das Erste, was war, die Burschen, die da geschwätzt haben, es ist egal, welches Video ich angeklickt habe, du würdest sofort sagen, Physiognomie 100% Nerd. Jeder, du, wenn du das anschaust, sofort Nerd, wie innen so außen. Und dann legen die los hier mit Fachbegriffen, was unser Thema war mit dem Dampfer, wie wenn du das erste Mal keine Ahnung hast von Dampfen und du gehst dann in so Extremdampferfilme rein. Der Dirk Oberhaus, der dann zerlegt und misst und... Wo der in die Technik reingeht, dass das wie Computerprogramme sind. Und dann ist bei 3D-Programmierung, gehen sie dann schon auf diese Zeichen Doppelstrich Bu mit Codes. Also nicht jetzt, ich rede nicht Programmbeschreibung, wie man mit einem Programm zu programmieren, sondern wie die Programme selber im Hintergrund in den Sinne nur zeigen und die zeigen wiederum. Ist ja auch ganz Unsinn, bloß Bündchen und Striche. Dieses, ich erzähle dir etwas. Und jetzt kommt die ganz große Metapher. Das ist dieses. Das sind Bündchen und Striche. Und da machen wir gewisse Sachen. Einen gewissen Code machen wir zu einem Buchstaben. Und wieder Buchstaben aneinander machen wir zu einem Wort. Ist auf einer DVD nicht eigentlich nur Worte im Mossezeichen, wenn du dir einen Film anschaust? Es sind nur Worte. Natürlich nur Bündchen und Strichchen, aber das ist dieser Aufbau. Genial. Und du wirst jetzt merken, es sind alles Bilder, alles, die Welt spricht zu dir jeden Moment und es öffnet sich dir mit Hodophilien. Dir, Geist, der du dir das jetzt ausdenkst, der du dir den Udo ausdenkst. Es geht nur um dich. Niemals um irgendeinen Gedanken. Gedanken sind vergängliche Erscheinungen. Und solange dein Zweiter sich wehrt dagegen, solange dein Zweiter sich wehrt, deine Logik sich wehrt, wirst du leiden. Das habe ich zigmal gesagt, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das einfach akzeptierst und geschehen lässt. Deine Rolle jetzt hast du mal spitz. Mach den Christus, der sich nicht mehr wehrt. Die schöne Sache in der Wüste, die Versuchung. Muss ich den Krug nehmen?
Ich sage, Helmut, du bist frei, du kannst davon laufen, du weißt doch, was passiert. Aber es wird dir nichts nützen, du musst es irgendwann einmal. Die Verwandlung kannst du nicht aufhalten. Muss ich wirklich, sagt die Raube, zum Spinnen anfangen? Da du nicht von unten nach oben sehen kannst, dann gibt es mich ja nicht mehr, dann löse ich mich ja auf. Man nennt es Metamorphose. Aber war das nicht schon ein ganzes Leben? Wo ist der Säugling, den du dir jetzt ausdenkst? Ja, der ist hier und jetzt ein Gedanke von dir. Wo ist er, wenn du ihn nicht denkst? Wo ist das Schulkind? Wo ist der 20-Jährige, den du dir jetzt ausdenkst, wo du immer noch mit normaler Logik sagst, das bin ich, das war ich? Solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, hast du nicht verstanden, was du bist. Und du entscheidest jetzt, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Aber jetzt frag dich einmal, was ich dir jetzt eigentlich erklärt habe. Ich habe dir was erklärt. Ich bin der Erste, was jeder 13-Jährige sofort überprüfen kann. Die Frage, ob das stimmt, stellt sich gar nicht, weil ich beschreibe einfach nur das, was ist. Und du wirst jetzt feststellen, 99,99999% deiner ganzen Bekannten, die du dir ausdenkst, wenn du das erklärst, die stehen da wie die Deppen und die wollen es nicht akzeptieren. Und da wirst du immer mehr merken, wie der Redo immer sagt, den ich mir jetzt ausdenke. Das sind Wahnsinnige. Aber die Wahnsinnigen, da die in einem Kollektiv meinen, das, was sie glauben, ist richtig, das wird du bist für die Leute. Genau. Gibt es übrigens auch schöne Metaphern von dem, der weiß, dass wenn man morgens im Dorf aufwacht und dann von dem Brunnen trinkt, dass jeder, der von dem Brunnenwasser morgens trinkt, sein Kaffeewasser holt, verrückt wird. Und der beobachtet das und alle werden verrückt. Und jetzt versucht er denen zu erklären, dass er verrückt ist und das ganze Dorf geht auf ihn los. Und es war dann so unendlich und unerträglich für ihn, dass er selber davon trinkt, dass er wieder normal ist. Das ist die Welt. Alles klar. Da gibt es immer einen Kompromiss. So, jetzt lassen wir es gut sein. Für einen Moment. Es ist dieselben Geschichten, weil ihr wisst, ihr merkt jetzt, wenn ich anspreche, es nützt nichts. Auch das sage ich immer wieder, wenn ich jetzt tiefer gehe, weil ich merke, dass das jetzt sitzt und automatisch wiederhole ich es. Also zerbrechen, du musst nicht Wörter, du musst nicht Hebräisch wissen, aber es wird sehr geil. Da kann ich jetzt nur einen Samen sehen. Merkst du, dass so kleine Heule, dass ein Hauch von einer Ahnung kriegt. Wenn ich sage, es muss dich in diesem Jahr interessieren und es wird auch immer mehr interessieren, wenn du die einfachen Sachen abkopferst. Wirklich abkopferst. Und du bist der Erste, der es mitkriegt, dann ist kein Überlebensmittel. Du wirst auch demütig sein, wenn ich bewege. Und morgen wieder habe ich übrigens wieder. Oh, ja. Hoffentlich nicht wieder ein Schuss, ganz vorsichtig. Oh. Und sofort merkst du, wie das. Und du schmunzelst dann, weil die Maschine läuft und läuft. Aber du selber stehst wirklich absolut drüber. Okay. Und da kannst du andere belügen, dich selbst belügen, aber nicht das, was du bist. Die Sinnlosigkeit von Ärger und von Angst, wenn du erkennst, dann ist es abkocht. Deswegen taucht es immer noch auf. Aber es ist jetzt nur noch, was du wertfrei anschaust. Bei mir war es Wut in letzter Zeit sehr oft. In Kleinigkeiten. Programm. Es kommt halt so oft, bis man es durchschaut, oder? Genau so ist. Und es ist ein Unterschied, ob du das intellektuell begriffen hast oder ob es dann installiert ist. Ja, richtig. Schon immer der Satz, morgen kann nichts passieren, morgen um 10 Uhr gibt es dann frei Bier. Ja, genau. Das ist unsere kleine Sache, die zwar logisch ist, aber jetzt schauen wir, ob du wirklich ob's verstanden. Das war ja eine Metapher von mir, wo ich sage, du bist im Internet, du lässt es gut sein, da wird jetzt kostenlos ein tolles Programm angeboten, wo man unheimlich viel machen kann. Ich will nicht ins Detail gehen und du liest es und sagst, es gibt ja gar nicht, dass das kostenlos ist. Das probiere ich einmal aus. Ja. Diese ganzen Möglichkeiten. Und jetzt lädst du dir das Programm runter. Das ist das, was du begriffen hast. Du hast ja gelesen, was man damit machen kann. Aber nur weil es auf dem Computer jetzt drauf ist, funktioniert das ja erst, wenn du es installierst. Das ist der Zustand, wenn einer theoretisch Holofilm macht und das nachvollziehen und schon logisch erscheint. Wenn es installiert ist, erst dann funktioniert es. Dann soll es du bestimmst es selber. Dann wird sich wirklich nicht alles ändern. Erst einmal, was dich zurückziehen. Du musst nicht so verlassen, deine Rolle, aber du weißt gar nicht, weil du meinst, das ist nur Stress. Du wirst komplett aufhören, mit Menschen funktionieren zu wollen. Du wirst aber nicht mehr müde, wenn einer auftaucht, wenn es zufällig im Gespräch ist, ist es anders, dass er neugierig ist, was du erzählst. Dann wirst du erzählen, aber nur, wenn einer neugierig ist. Und jetzt sage ich immer wieder, wenn jetzt eine Figur in einem Raum auftaucht, sind nicht bloß Figuren in einem Raum. Also da müssen wir nicht reden. Das muss installiert sein. Aber ich rede jetzt nochmal wieder normal. Das, was ich Geist nenne, hinter der Person, hinter der Maske, ein Geist, das heißt eine Facette, ein Geistesfunkstück, letztendlich du selber in einer Vergessenheitsform. Wo ich mir den Arsch aufreiße, ist nicht welcher Ring oder welcher Karte. Sondern der Facette von mir, die jetzt das Hüttel ist, das ist die Hüttelstellung.
Das zeigt sich überhaupt nicht, was für Intellektuelle sind. Du merkst aber auch, diese Figuren im Raum äußert und du dann mit deiner Personifizierung sagst, da kommen sie nicht. Ich kann nicht oft genug sagen, immer smart sind die haben die ins Internet und dann wirst du feststellen, dieses kleine Plastik. Da kann kein Tropfen aus dem Wasser ein Wissen bleiben, wenn du ins Internet gehst. Wenn du was bewunderst an dem Udo, in dem Udo drin, dann ist es die absolute Liebe und die Weisheit. Lass mal zu oder lass halt mal drüber über so ein Thema. Ob jetzt einer Geist hinter der Maske hat, ist, was er äußert, was der Professor Doktor, was er alles rezitiert, das kann jeder Computer und jedes Handy. Das ist möglich. Für mich zeigt nur, ist er neugierig, aber sagt mir nur, ihr Horror und Stimme, ist er Rechthaber? Hat ihr mit mir? Das ist basic, muss ich für unlogische, von seiner Logik aus gesehen, die verkehrten, unlogischen Strukturen, wo ich sage, ich nehme dich jetzt mit Holofilling an die Hand und ich zeige dir die Kirche. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Früher so als Beispiel, weil der hin was drauf hat, da habe ich immer die Rückseite hingehalten, da habe ich immer gesagt, ich behaupte, das Bierflaschen hat keine Dichtheit. Und es gibt ja früher, die Bierflaschen haben ja nur eine Seite gehabt. Das ist das Prinzip. Du musst nicht. Du spinnst doch, ich sehe doch, was das ist. Ich sehe jetzt offensichtlich was, was du nicht, aber da kann man ja mal durchschauen. Ich sehe jetzt offensichtlich was, was du nicht siehst. Denn ich sehe immer wieder, wenn irgendeiner was behauptet, was für mich total falsch und verkehrt ist, wenn du das umgeschalten hast, zieh dir was, was du nicht siehst. Und anstatt es zu bekämpfen, solltest du den seine Perspektive zu eigen machen. Und Holofilm ist die Summe aller dieser Aussagen, die sich widersprechen, von der höheren Ebene plötzlich sind es alles Einzelteile von einem heiligen Ganzen. Das führt dich in die Heiligkeit. Und da ist immer wieder das Schöne, wo ich immer wieder sage, es wäre eine traurige Schöpfung von mir, wenn deine persönliche Erlösung, da will ich in die Freiheit davon abhängig wäre, dass du das erste Mal die ganzen Idioten in deinem Traum was erklärst, dann würde ich ja deine Erlösung abhängig machen von anderen. Ich sage immer, selbst ist der Schmied. Das wäre ungerecht. Stimmt oder stimmt? Wenn ich jetzt deine Erlösung davon abhängig wäre, dass die Menschen sich verändern, die du dir ausdenkst. Von sich aus. Und es wäre noch eine ungerechtere Schöpfung, wenn du Physik oder Hebräisch oder irgendwas so Zeug lernen müsstest, um ins Himmelreich zu kommen. Das würde heißen, dass ein Schäfer, der jeden Morgen aufsteht und sich die Welt am Arsch vorbeigehen lässt und mit seinen Schäfchen rausgeht und mit sich und seinem Leben und seinen Schäfchen zufrieden ist, dass der null Chance hätte, ins Himmelreich zu kommen. Weil er lernt mit Sicherheit kein Hebräisch und keine Physik. Aber ich verrate ein Geheimnis. Der kann gar nicht ins Himmelreich kommen, weil der schon drin ist. Weil wenn der jeden Morgen zufrieden aufsteht und mit seinen Schäfchen rausgeht und sich die Welt am Arsch vorbeigehen lässt, ist er in den Himmelreich. Ohne Hebräisch, ohne irgendwelche überzeugen zu müssen. Weil er sich die Deppen erst gar nicht mal ausdenkt, die den normalen Menschen von morgens bis abends Biesachen auf der Arbeit oder sonst wo in der Fernsehen, in der Zeitung, die er sich selber ausdenkt. Das ist die Weisheit und nicht die ganzen Weltverbesserungsschwätze. Egal, ob sie religiös oder wissenschaftlich oder politisch sind. Jedes Glaubens- und Denksystem, das im Widerspruch zu einem anderen Denksystem ist, unvollkommen. Das ist das zwanghafte Intronisieren einer Unvollkommenheit. War ja so schön, jetzt muss ich nochmal ansprechen, in unserem Chat hatte ich doch hier von Bodo Wartke, den ich an und für sich als Mensch sehr schätze mit seinen Liedern, pfiffiger Kabarettist mit den Liedern, ganz tolle Sachen, sein Liebeslied über die Liebe, dieses neue, wo er jetzt hat, hier das Land, in dem ich leben möchte. Und du wirst jetzt eingestehen, wenn du dieses Video dir anhörst, das Liedchen, das Land, in dem ich leben möchte, dass das ein Aneinanderreihen von geistlosen Schizophrenien, normalen Vorstellungen sind. Das beginnt dazu, dass er zuerst einmal singt, das Land, in dem ich leben möchte, muss eine Demokratie herrschen. Das ist schon die Oberfalle. Dann, es sollte nur noch Frieden geben, nur noch Sonnenschein. Jetzt zählt er nur Einseitigkeiten auf und ganz böse wird es dann am Schluss, wo er dann sagt, das Land, in dem ich leben möchte, müssen Menschen leben, die den Holocaust nicht leugnen.
und dann schüttelst du dich gleich. Gut, Menschendumm. Also, und plötzlich hier, boah, der hat so geile Lieder gehabt. Was macht denn jetzt wieder? Ja, das, was du dir ausdenkst. Wir brauchen einen Gegensatz. Dann kommt wieder der, kann ich mir doch gar nicht alles ausdenken. Wer denn sonst? Ja, eben. Du wirst doch nicht glauben, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, sich in Udo ausdenkt. Du kannst jetzt das wahrscheinlich denken, dass der Udo sich selber ausdenkt, aber dann denkt der Udo sich ja bloß deshalb aus, weil du dir denkst, dass der Udo, den du dir ausdenkst, sich selbst ausdenkt. Es bleibt alles an dir hängen. Du kannst es trennen, wenn du willst. Das ist jetzt die Schwierigkeit, weil unser ganzes Spiel beginnt mit Ich bin du. Ich erzähle es denen, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der jetzt den Udo sprechen hört. Den erzähle ich das, keinen anderen. Also ich höre jetzt den Udo sprechen. Bist du schon ich? Ja. Melde dich. Ja. Das heißt, der Beze, wenn man die Idee denkt, ist er die Idee. Form. Ich sage immer, ich möchte es nicht sein, wenn ich die Idee wäre, wenn ich den ganzen Tag an mir rumspüre. Ich komme ja zu nichts mehr, wenn ich den ganzen Tag an mir rumspüre. Eine Sekunde. Okay. Was anderes. Ja, das ist auch der Frieden. Wir können ja fahren. Gehen wir noch weg heute? Ja, jetzt gehen wir spazieren. Ich bitte euch drum. Gute Idee. Wir sind fertig. Ich bin fertig. Ich nehme euch jetzt mal den Meister weg, ne? Ja. Kann man in den Römerbrunnen hoch oder was machen wir, Leute? Steine in der Rille können wir es doch mal anschauen. Oder Stein kennt doch jeder, oder? Steine in der Rille. Oder baut ihr da schon alle? Wer kennt Steine in der Rille? Steine in der Rille kennt doch jeder, oder? Was sind die Steine in der Rille? 3 Kilometer für